Willkommen zur nächsten Episode beim Green Grappler Podcast. Dieser Podcast wird mitpräsentiert von der We Love MMA, dem größten Veranstalter für MMA in Deutschland. Schaut doch mal auf der Seite vorbei, welovemma.de. Und es gibt noch einen weiteren Kooperationspartner, Herbadia, dein Hauptstadt-Online-Shop für natürliche CBD- und Hanfprodukte in bester Qualität. Schaut doch einfach mal auf der Seite herbadia.de vorbei. Und wollt ihr ein bisschen was sparen, dann gebt einfach Green Grappler 20 ein und ihr spart 20% Rabatt auf euren Einkauf. Und da ist das Intro schon wieder zu Ende. Mein Name ist Dennis Schröder und willkommen zu einer weiteren Episode beim Green Grappler Podcast, dem Podcast für Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling und MMA in Deutschland. Und wir haben noch eine kleine Überraschung für euch. Es gibt jetzt offiziell den Green Grappler Fanshop. Da bekommt ihr Green Grappler Podcast Tassen und Green Grappler Podcast Shirts, genau wie Green Grappler Rush Guards, alles was ihr wollt, Flipflops, alles was das Herz begehrt. Geht einfach mal auf die Seite green-grappler-shop.myshopify.com und da findet ihr den ganzen Stuff. Und zu guter Letzt, habt ihr auch Interesse daran, einen so coolen Fanshop zu kriegen, dann schickt einfach eine E-Mail an kontakt@magicmerch.de. Verlinkung findet ihr nochmal unten in der Beschreibung. Und wir haben noch einen weiteren Kooperationspartner jetzt an Bord und das ist Okami Fight Gear. Also, wenn ihr ein bisschen was sparen wollt, dann gebt einfach den Code GREENGRAPPLER15 ein und ihr bekommt 15% Rabatt auf euren Einkauf. Schaut einfach mal auf der Seite okamifightgear.com und da findet ihr alles, was ihr fürs MMA, Grappling oder BJJ braucht. Hi, liebe Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und willkommen zur Folge Nummer 50. Wer hätte das gedacht? 50 Episoden gibt es jetzt beim Green Grappler Podcast. Ja, damit habe ich gar nicht gerechnet, überhaupt so viele rauszubringen. Bin sehr fasziniert darüber. War eine super geile Zeit oder ist eine geile Zeit, weil ich werde auf jeden Fall weitermachen. Und ja, wozu soll diese Folge diesmal sein? Ja, ich lasse alle Folgen so ein bisschen Revue passieren. Wir machen einen kleinen Rückblick. Ist jetzt gerade schön. Am Morgen, ich habe mir eine schöne Tasse Kaffee gemacht, ja, und wir gehen alle Folgen durch, ja, was war das Besondere für mich dabei und das ist nochmal ein kleines Shoutout an alle, die in meinem Podcast waren, ja, ich hoffe, dass ich alle Verlinkungen unten in die Infobox reinbekomme. Ein großes Problem ist tatsächlich, ja, dass ich nur 4000 Zeichen zur Verfügung habe, ja, und bei Verlinkungen und so einem Kram ist das leider ein bisschen arg viel. Ich hoffe einfach, dass ich das irgendwie hinbekomme. Ansonsten würde ich tatsächlich versuchen, 50 Homepages da reinzuballern. Ja, aber es sind ja gar nicht 50 Gäste gewesen. Zwischendurch habe ich auch immer alleine mal was gemacht. Ja, besonders am Anfang, um mich da noch ein bisschen zu finden, in welche Richtung es eigentlich gehen sollte. Ja, aber ja, dann starten wir doch einfach mal. So, wenn ihr das Geklicke, wenn euch das Geklicke nervt von meiner Maus, dann müsst ihr jetzt leider durch. Ich habe noch keinen Weg gefunden, das zu unterbinden. So. Jetzt einfach mal hier loslegen. Ja, Episode 1 war ja meine Vorstellung. Da habe ich so ein bisschen noch herum experimentiert und wollte erstmal gucken, okay, interessiert sich überhaupt jemand dafür? Ja, jetzt nicht nur, was meine Wenigkeit angeht, ja, weil so bekannt war ich jetzt auch nicht, ja. Aber einfach so, interessiert einen überhaupt die Jiu-Jitsu-Geschichte von einem selber? Ja, also ich habe mir habe ja viele Vorbilder auch vorher gehabt, ja, und das in Deutschland, das ist ganz klar Ono Yasa, der einfach mit seinem Podcast losgelegt hat, der Entertrainer. Ich hoffe, die Verlinkung ist da unten drin. Wie gesagt, ich kann jetzt alles nicht versprechen. Ich hoffe einfach, dass ich das irgendwie umsetzen kann. Ansonsten poste ich das in meiner Story irgendwie. Ja, wie gesagt, Netzwerkarbeit ist ein großes Ziel von mir, ja. Aber da wieder zurückzukommen, ja, ja, meine Vorstellung, erstmal so ein bisschen was über meine Biografie erzählt. Hier bin ich zum Kampfsport gekommen und vor allem halt auch der Weg zum Brazilian Jiu-Jitsu und warum. Ja, da habe ich versucht, das so ein bisschen zu erklären. Ich hoffe, das ist mir gelungen. Im Endeffekt hat man ja sehr oft in allen Podcasts immer ein bisschen was aus meiner Biografie mitbekommen. Mal mehr, mal weniger. Es kam immer ganz drauf an, wie sich das Gespräch entwickelt hat. Hatte tatsächlich am Anfang immer so überlegt, okay, wie lange sollte der Podcast gehen? Soll er nur eine halbe Stunde gehen? Ja, soll er eine Stunde gehen? Ja, und da ich ein großer Ryan Ford-Fan bin, der Grappling Central Podcast, ja, ein super netter Typ, auch da, mit ihm stehe ich auch im Kontakt, ja, und leider versteht er Deutsch nicht, ja, deswegen kann er mit meinem Podcast nichts anfangen, ja, aber er findet das cool
dass es in Deutschland überhaupt langsam so eine kleine Podcast-Welle gibt. Ja, und feiert wenigstens die Thumbnails von meinem Podcast und das Interesse da ist. Ja, das findet er ziemlich cool. Ja. Ja, das war Episode 1. Ja, dann geht es auch schon weiter mit der zweiten. BJJ versus Corona, da geht es nämlich schon los. Wir sind im Lockdown. Ja, 17.03.2020 habe ich mein Studio geschlossen und habe dann überlegt, okay, wie kann ich denn jetzt den Sport weiter fördern, ohne Training, ja, oder sowas, ja. Viele haben schon angefangen mit Videos, was wirklich eine sehr geile Sache ist. Ja, verschiedene Drills gab es ja dann, ja, mit Stühlen, unter einem Tisch, ja, mit Gymnastikbällen, ja, oder mit einem Sandsack, oder man hat sich selber einen Dummy gebastelt. Das war ja dann auch ein kleiner Trend, der entstanden ist, dass sich selber viele Leute Dummies gebastelt haben. Und damit ich denke, der Bereich war dann vollkommen ausgelastet. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann probier doch einfach, das alles über den Podcast zu machen. Ja, wie gesagt, da war die Idee noch gar nicht da, überhaupt Gäste einzuladen. Und bin ja immer noch so am Hin- und Her-Schwanken gewesen, wie machst du das? Ja, dann habe ich das erste über Skype gemacht. Ja, damit habe ich aufgenommen. Es war katastrophal. Ja, die Qualität war noch beschissener. Ja, aber ich muss auch zur ersten Episode sagen, ich habe das mit meinem Handy aufgenommen. Ja, auch noch so ein Ding. Ja, aber da danke ich auch nochmal Onur, weil er hat das auch erst mit dem Handy aufgenommen und hat gemacht, mach's einfach. Ja, und habe ich getan. Das erste Intro, was ich entworfen habe, habe ich in meinem Studio an meiner Theke aufgenommen, über mein Handy. Ja, und habe dann da was drunter gemischt und habe dann gedacht, okay, lädst du das jetzt hoch oder nicht? Ja, was hast du denn zu verlieren? Mehr als dumme Sprüche. Okay, dann löscht es wieder, machst halt nie wieder. Keine Ahnung. Ja, mehr wird ja eh nicht passieren. Also habe ich es dann einfach hochgeladen. Ja, und habe dann doch hier und da positives Feedback bekommen. Und dadurch ist das ja dann so entstanden. Ja, aber wie gesagt, BJJ vs. Corona. Okay, da so ein kleines Statement nochmal rausgebracht. Okay, wie geht's einem gerade? Was macht man gerade? War auch gar nicht so lang jetzt die Folge. Die ging 9 Minuten 33. Ja, und was kann man da machen? Ich habe da nochmal ein bisschen... was für Hilfemöglichkeiten gibt es gerade? Das habe ich nochmal so vorgestellt. Ja, und ja, also viel gibt es jetzt nicht gar nichts so sehr darüber zu sagen, außer dass es halt so der ausschlaggebende Punkt dann auch war, überhaupt diesen Podcast dann weiter zu starten. Und ja, Episode 3, meine ersten Gäste, ja, ist mir irgendwann auf der Fahrt eingefallen. Kennst doch den Wilco, ja, kennst du doch, der hat auch eine geile Marke rausgebracht, hier Choke and Chill. Ja, und von Dennis wusste ich tatsächlich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so viel, von Dennis Schremmer, ja, und hab dann irgendwann, da habe ich gerade meine Kinder nach Hause gefahren, ja, und auf der Rückfahrt, ja, habe ich dann wieder so gedacht, okay, ach, ruf's einfach Wilco mal an, mal gucken, was los ist, ja, und ob er überhaupt Bock drauf hat, ja, und er sofort, na klar, ich bin dabei, ja, und dadurch habe ich dann natürlich auch Dennis Schremmer kennengelernt, wie gesagt, super geil, dass ihr da mitgemacht habt, ich hoffe, dass der Podcast euch ein bisschen geholfen hat. Ging ja dann gerade einfach schon in die Richtung, wie gesagt, Lockdown hat schon stattgefunden. Wir haben da den 28.03. gehabt. Ja, haben, weiß gar nicht mehr, ja, wir haben das abends aufgenommen. Ich habe ja meistens erst abends leider Zeit. Ja, und ja, war super interessant. Da, die haben mir auch einen Code gegeben. Da könnt ihr mal auf die Verlinkung klicken. Ja, ich meine, das war jetzt Greengrappler 20. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine, das war Greengrappler 20. Und ihr bekommt da 20% bei Choke and Chill. Ja. War super interessant über die Entstehung von diesem Geschäft. Was war dahinter? Den Wilco habe ich vorher schon von der Matte gekannt. Man hat sich immer mal irgendwo gesehen und hat, meine ich, das war ein großer Feen oder Friseur. Das tut mir leid, wie gesagt, ich kriege das jetzt so nicht mehr zusammen. Ja, hat er ja schon so ein bisschen Pionierarbeit auch gemacht. Ja, weil er auch da einer der Ersten war, der das Jiu-Jitsu da in dem Verein überhaupt vorgestellt hat. Ja, hat dann, glaube ich, auch eine Kooperation mit Mario Stapel gehabt, ja, genau, da war ich auch noch auf einem Seminar, was unheimlich lustig war, und da habe ich mit Mario schon mal drüber gequatscht gehabt, ja, das war echt faszinierend, ja, sehr viel gelacht, geiles Zeug gelernt, ja, und war schön, mal wieder ihn seit langem mal wieder zu sehen überhaupt, ja, okay, Episode 4, ja, Nicolas Penzer, ja,
braucht man nicht viel sagen. Der ist mega bekannt. Ja, einer der, meines Erachtens, einer der besten Bodenkämpfer, die wir überhaupt in Deutschland haben, der international jahrelang adult gekämpft hat. Mittlerweile, glaube ich, Master 1. Aber das schlagt mich nicht, wenn ich da jetzt irgendwas falsch sagen sollte. Aber ich meine, das wäre jetzt so. Super netter Kerl. Habe ich damals kennengelernt in Bremen auf einem Seminar. Da ist er auch reingekommen. Ich wusste gar nicht, wer das ist. Ja, aber war halt sofort ein super netter Typ. Ja, und hat halt auch ein paar Techniken so nebenher gezeigt. Ja, hat mich da immer mal verbessert, wenn irgendwas war. Und das war einfach ein recht cooles Rollen. Ja, und da ist man irgendwie so in Kontakt getreten. Ja, später war ja auch tatsächlich einer von wenigen, wenn man auf Wettkämpfen unterwegs war. Ja, also einer von wenigen von höher Graduierten, das muss ich auch dazu sagen, die auch einen immer wieder erkannt haben und auf einen zugegangen sind. Ja, also man hat sich immer gut verstanden, man hat sich gefreut, dass man sich sieht und auch geil auf dem Turnier und alles. Ja, also das fand ich immer mega klasse von ihm. Ja, und Kontakt ist leider gerade ein bisschen eingeschlafen, natürlich auch Corona-bedingt und ich habe ja einfach so viel zu tun. Ja, ich weiß nicht, ob ich das schon in einem Podcast mehrfach erwähnt habe, ja, aber ich erzähle jetzt einfach nochmal. Ich habe ja recht vollen Arbeitstag, ja. Heißt also, ich verlasse meistens um 8 Uhr das Haus. Ja, mache mal eine Vollzeitstelle. Ich arbeite ja in der Jugendhilfe, mittlerweile auch als Traumapädagoge. Ja, und habe da natürlich einiges zu tun. Und dann stehe ich ab 17 Uhr in meinem Studio. Und jeder weiß ja, was das heißt, also der ein Geschäft führt, ja, was man alles da vorher noch machen muss. Die Vorbereitung, Nachbereitung, ja, das Ding muss geputzt werden. Die Geräte müssen gewartet werden und pipapo, alles, was so dazugehört. Ja, und Buchhaltung kommt ja auch noch dazu. Ja, und dann bin ich meistens so ab 9, 9:30, 10 bin ich dann zu Hause. Meistens. Ja, das ist so, das ist mein Tag, meine 5-Tage-Woche. Samstag, sonntags mache ich tatsächlich eher weniger. Ich habe das immer so für die Familie geplant. Ja, und da habe ich dann jemand anderen, der dann in der Regel, wenn jetzt kein Lockdown ist, ja, das Kindertraining macht. Und so sieht jetzt mein Tag aus. Also nehme ich die meisten Podcasts tatsächlich immer abends auf. Und da bin ich auch sehr dankbar. Nochmal vielen Dank an meine Gäste, dass sie sich überhaupt darauf einlassen, so lange vor dem Rechner zu sitzen. Wenn ich zum Beispiel einen Podcast aufnehme, der 3-4 Stunden geht, heißt das, dass wir meistens vorher, kommt drauf an, wie lange man sich nicht gesehen hat, 1 Stunde redet, 2 Stunden redet, kommt ganz drauf an. Ja, es gibt ja auch viele Sachen, die gehören nicht in den Podcast. Das ist einfach privat. Und dann sind schon mal 1-2 Stunden vor dem Rechner, die einfach so weggegangen sind. Ich finde es mega geil, weil ich mich ja auch drüber freue, viele Menschen wiederzusehen oder kennenzulernen. Ja, und dann startet der Podcast. Ja, das ist alles freie Schnauze. Ja, also meistens ist es wirklich One-Cut. Meine Gäste sind alle sehr gut aufgeklärt. Ja, heißt also, ich möchte jetzt da keine Politik mit drin haben oder Fäkalsprache oder irgendwie sowas. Ja, also es gibt einen Rahmen, da kann man sich bewegen. Ich finde jetzt Arschloch, Scheiße und sowas nicht so schlimm. Ja, aber es gibt natürlich noch andere Ausdrücke und ich möchte auf keinen Fall irgendwelche rassistischen Ausdrücke in meinem Podcast oder sexistische Ausdrücke in meinem Podcast haben. Auf keinen Fall. Ja, aber das ist ja, wie gesagt, bis jetzt so gut wie noch nie passiert. Ja. Aber wie gesagt, Nicolas Penzer, zu dem Zeitpunkt, 29.03. war das, ja. Wir haben den ganz früh morgens gemacht, weil er nämlich zu dem Zeitpunkt in Japan gerade war, ja. Und hat bei Carpe Diem trainiert, ja. Super bekanntes Gym einfach, ja. Und hat so einfach über die Lage gerade erzählt. Wie läuft es gerade? Wie gehen die mit dem Thema um? Da konnte man ja auch schon wieder trainieren zu dem Zeitpunkt. Und wir hatten da den 29.03.2020, wie gesagt. Da waren wir überhaupt nicht in der Richtung. Ja, wir sind da ja anscheinend immer noch ein bisschen langsam, was das angeht. Ja, war super interessant. Ein bisschen was aus seiner Biografie. Ich habe gesagt, ich habe ja so einen kleinen Leitfaden entwickelt, wo es darum geht, wann hast du mit Kampfsport angefangen? Wie bist du dazu gekommen? Warum? Ja, und da gab es auch einfach ganz tolle Verknüpfungen einfach. Ist jetzt mal nicht der
der komplett gleiche Jahrgang wie ich, ja, aber es hat auch mit Filmen angefangen. Bei Ihnen war es, glaube ich, Jet Li, Jackie Chan, wenn ich mich dran erinnere, ja. Und bei mir war es ja Jean-Claude Van Damme, ja. Kein Steven Seagal. Ich werde mich da noch mal, ich muss da noch mal ein Statement setzen. Ich finde Steven Seagal scheiße, ja. Ich fand die Filme immer kacke, überhaupt nicht mein Ding, ja. Aber Jean-Claude Van Damme hat es mir auf alle Fälle angetan. Bruce Lee natürlich, ja, wegen den Nunchucks, ja, das war schon immer cool, ja. Jackie Chan hat mir auch sehr gut gefallen. Aber dann eher die neueren Filme, muss ich sagen. Der starke Arm der Götter hieß der, glaube ich. Ja. Oder der rechte Arm. Ach nee, ich glaube, der starke Arm der Götter. Ja, das war so einer meiner Lieblingsfilme von Jackie Chan. Ja, und Jet Li natürlich auch sehr modern dann auch. Ja, gab natürlich auch sehr aus dem Feudal-Japan, ja. Ich hoffe, ich spreche das überhaupt alles so richtig aus. Da gab es dann natürlich auch ein paar geile Filme von ihm, aber ich habe eher die neueren Sachen gefeiert, weil damit konnte ich mich eher identifizieren. Ja. Ja, war super interessant auch mal zu erfahren, dass dass Nico auch ein Zocker ist. Ja. Red Dead Redemption hat er sehr gefeiert, ja. Fand ich super cool, ja. Weiter ging es zur Episode 5. Ja, habe ich was ein bisschen über Half-Guard erzählt. Wie gesagt, da war ich noch so hin und her gerissen. Was machst du denn jetzt? Ja, willst du immer einen Gast dabei haben oder nicht? Ich war mir da nicht genauso sicher und musste mich da noch so ein bisschen finden. Kann man das überhaupt Techniken erklären, nur über einen Podcast? Ich bin der Meinung, ja. Macht es Bock? Naja. Mit einem drüber reden, macht sehr viel Bock, finde ich sehr cool. Ja, alleine finde ich es wirklich schwierig. Und da haben mich auch Leute angeschrieben und gemeint, ein Video wäre geil dazu. Ja, war mir aber zu viel Arbeit, muss ich auch sagen. Ja, obwohl ich immer noch so einen kleinen Wunsch habe, vielleicht klappt das ja mit dem YouTube-Vertrag, ja, mit dem Partnervertrag. Wir nähern uns ja langsam der magischen 1000. Ja, die Voraussetzung von 4000 Stunden, ja, haben wir schon längst. Also wir haben genug Content gebracht. Ja, da sind wir weit drüber. Ich glaube, wir sind knapp an die 5000 schon. Ich muss da mal später reingucken. Kann ich ja auch später mal in der Story posten. Das ist ganz interessant, wie so die Statistiken sind, ja. Zu dem Zeitpunkt im Übrigen, ja, als ich, wir sind ja gerade bei Episode 5, ging es schon langsam nach oben mit den Klicks. Ja, mit der Reichweite auch, habe ich auch nicht damit gerechnet, dass sich tatsächlich jemand meinen Scheiß anhört. Ja, wir haben jetzt da bei Episode 5 haben wir den 5.4.2020 gehabt. Ja, wie gesagt, da ging es um Half-Guard und vor allem auch um die Soforthilfe. Da habe ich noch mal ein bisschen was gezeigt, ja, und auch erklärt, wo muss ich draufgehen. Ich habe auch eine Verlinkung gemacht zu dieser Soforthilfe Niedersachsen oder keine Ahnung, wie das heißt. Ja, und noch mal ein bisschen was dazu gesagt, wie, was muss man anklicken, was muss man angeben. Ich hoffe, das war eine kleine Hilfe. War auch im Übrigen die Soforthilfe, die tatsächlich auch ziemlich schnell da war, muss man auch sagen. Ich habe bis heute kein Geld bekommen. Wir haben jetzt April 2021 und eine Novemberhilfe habe ich nie gesehen. Ja, so viel dazu. Und ich möchte, wie gesagt, auch das Geld nicht mehr. Ich brauche es nicht. Ich habe geguckt, dass ich halt noch mehr arbeite, ja, und kriege das irgendwie anders hin. Und natürlich durch mein Team, ja, die mich da sehr stark unterstützen. Ja, sehe ich nicht als selbstverständlich. Und ja. Okay, weiter ging's. Episode 6. Das ist eine Episode, ja. Master Helio Gracie. Das ist eine Episode, die mir tatsächlich peinlich ist. Ja, muss ich auch sagen. Die geht 13 Minuten 37. Da wollte ich ein bisschen was über die Geschichte mit einbringen. Ja, heißt also, ich habe mir da alles rausgesucht. Ja, ich habe da was zusammengefasst, zusammengeschrieben. Nicht nur, dass die Namen sau schwer waren. Ja, den einen oder anderen, den ich dann da aussprechen musste. Ja, das war tatsächlich mal eine Episode, wo ich auch viel geschnitten habe. Ja, weil die Aussprache recht schwierig war bei vielen Dingen. Ja, und das war nicht authentisch. Ich habe da vieles einfach abgelesen. Ja, und das ist eine von den Folgen, die mir tatsächlich unangenehm ist. Aber ich lasse drin, weil ich möchte einfach nur, ich möchte soll sich alles wie ein roter Faden durchziehen. Ja, ich möchte keine Episode löschen. Ja, also daher bleibt das alles so, wie es ist. Ja, aber falls jemand auch geschmunzelt haben sollte über diese Episode, ich kann es verstehen. Okay.
Mein erster, nee, nicht mein erster, ja, mein dritter Gast, ja, Patrick Groß, Episode 007, ja, die siebte Episode. Und ja, Patrick habe ich kennengelernt, tatsächlich über Facebook, ja. Und vorher immer mal hier und da mal zusammen geschrieben, haben unsere Sachen geteilt, geliked und sowas, ja. Da habe ich schon immer gemerkt, ah, da ist ein kleiner Support auch dahinter, ja, und ja, dann hat er mich irgendwann angeschrieben, hier, hat gemeint, hier, wie schaut's denn aus? Hast du Bock auf einen Podcast? Ich so, klar, natürlich, auf jeden Fall, ja. Und dann haben wir uns da zusammengesetzt. Da habe ich, glaube ich, auch noch über Skype aufgenommen, ja. Wie gesagt, die Qualität ist da leider nicht so gut, ja. Zoom ist tausendmal besser, also was Aufnehmen angeht. Und das Krasse ist ja noch, man kann ja über Skype auch aufnehmen. Das ist schon grottig, ja. Aber ich habe nebenher, habe ich eine Live-Screen-Aufnahme gemacht, ja. Die habe ich voll vergeigt. Es gibt nämlich, ich benutze da die Bandicam. Es gibt da nämlich, wenn man die startet und man minimiert dieses Programm, dann hat man oben, wenn man, man oben mit der Maus an den Rand geht, dann öffnet sich so ein kleines Fenster und dann gibt es einen Punkt und einen kleinen Strich. Ja, mehr nicht. Ein Punkt und einen kleinen Strich. Ja, wenn du auf den kleinen Strich drückst, dann öffnet sich das ganze Ding. Wenn du auf den Punkt drückst, ist es weg. Ja. Ich habe anscheinend während der Episode auf den Punkt gedrückt. Also war diese Episode für den Arsch. Ja. Das war super ärgerlich. Ja. Haben uns dann später nochmal zusammengesetzt, haben das nochmal neu aufgenommen. Ja. Ich fand es tatsächlich dann noch geiler. Ja. Hat sich nochmal was komplett anderes dadurch ergeben auch. Ja, was super witzig auch war. Und ja, vor allem hat man sich dann einfach auch schon besser gekannt zu dem Zeitpunkt. Ja, war sehr anstrengend, aber hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und seitdem, das war dann 19.04.2020, habe ich auch einen recht regelmäßigen Kontakt zu dem Patrick. Ja, war super interessant, wie er das aufgebaut hat. Sein Studio in Remagen. Und hat ja eine Kooperation mit Ricardo Vieira, gehört zum Team Checkmat. Ja, und wirklich ein saucooler Podcast. Kann ich nur empfehlen, schaut da mal rein, hört euch den an. Ja. Episode 8, ja, Markus Schmidt. Kennt jeder. Ja, aus Berlin, Fight Zone Berlin. Ja, war auch ein, es war, glaube ich, der erste Podcast, der auch schon ein bisschen länger ging. Ja, Patrick Groß Podcast ging 1 Stunde 41. Das fand ich schon lang. Nochmal zu Nico, die ging 1 Stunde 27. In dem Rahmen haben wir uns bewegt. Aber ich habe gemerkt, dass wir uns immer zu stark an den Leitfaden gehalten haben. Ja, das war so der Punkt, wo ich immer so gedacht habe, vielleicht muss man da mehr Raum haben oder sowas. Ja, heißt also, dieser Podcast mit Markus Schmidt, der ging dann schon 2 Stunden und 33 Minuten. Der ganze Podcast, das ganze Treffen, was wir hatten, das war bestimmt 6 Stunden, 7 Stunden, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es waren, wir haben uns lange nicht mehr gesehen gehabt. Ich kenne Markus Schmidt in erster Linie als Referee. Dann von den Seminaren. Es gibt ja auch Checkmate in Oldenburg zum Beispiel. Das ist so ungefähr eine gute Dreiviertelstunde, Stunde von mir entfernt. Ja, und da habe ich das erste Mal dann richtig Face-to-Face-Kontakt mit ihm nochmal gehabt und habe mir das Seminar gegeben dort. Und ich fand das super faszinierend, weil er zufälligerweise Half-Guard gezeigt hat. Ja, und ich liebe Half-Guard. Ja, das habt ihr ja mittlerweile auch mitbekommen in den ganzen Podcasts, auf welche Position ich so stehe und was mir Spaß macht, was nicht. Ja, und da fand ich sehr faszinierend, ja, wie gesagt, dass er die Half-Guard gezeigt hat und da hatte ich nochmal so ein richtiges, keine Ahnung, so Aha-Momente. Ja, klar, deswegen, ja, oder ich habe da auf jeden Fall, auch wenn ich die Position schon gekannt habe, ja, und natürlich kenne ich viele Sweeps daraus und auch Submissions und so ein Kram, ja, natürlich. Aber diese einzelnen Details, das ist mir da nochmal richtig bewusst geworden, okay, da gibt es noch so viel einfach, was man lernen kann, obwohl man diese Position in- und auswendig schon kennt, gibt es trotzdem immer irgendein geiles Detail, ja, was einen auf jeden Fall weiterhilft, ja. Und
Fand ich sehr, sehr faszinierend. Wenn ihr Marco Schmidt irgendwo seht, er gibt ein Seminar, geht hin. Geht einfach hin. Es ist unglaublich, wie er das alles vorbereitet, wie er die Techniken zeigt. Mit ihm zu rollen, ist wirklich der Hammer. Ja, also super technischer Typ, ja, und super fair immer. Ja, also mittlerweile auch ein sehr guter Kontakt, der einfach da ist. Ja, ich freue mich immer wieder, ihn zu hören oder zu sehen. Ja. Episode 9, Jörg Lothmann, in meinen Augen eine Legende, schon super lange dabei, ja, Black Belt, Third Degree, ja, braucht man auch nicht viel dazu sagen, er ist einfach schon sehr, sehr lange dabei, ja, und ein Kämpfer durch und durch, auch, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie alt Jörg ist, wir haben darüber geredet, ja, aber mir ist das Alter jetzt tatsächlich gar nicht so wichtig. Ja, und aber trotzdem hat er sich auch beim MMA noch gezeigt. Muss man auch klar sagen. Ein krasser Fight, der mir in Erinnerung geblieben ist, war auf jeden Fall auf der, jetzt falsches sagen, weil ob sie Respect war, aber da hat er gegen Sebastian Baron gekämpft. Der im Übrigen brauche ich ihn auch noch im Podcast, ja. Rainer Prang und Sebastian Baron wären ziemlich cool, wenn ich die da noch reinkriegen würde. Ja, hat gegen Sebastian Baron gekämpft und jeder, der Sebastian kennt, ja, also der prügelt die Scheiße aus dir raus. Ja. Ein super Leglogger, ja, mega lange schon dabei. Und ich war auch, ich glaube 2005, 2006 habe ich Sebastian das erste Mal kennengelernt. Ja, wir haben jetzt so keinen regelmäßigen Kontakt oder sowas. Man kennt sich durch das Social Media eher. Ja, das muss man halt auch sagen. Und das ist dazu, finde ich, auch ein sehr gutes Werkzeug. Ja, aber das letzte Mal hatte ich ihn tatsächlich 2005 oder 2006 war das, bei seinem MMA-Fight in Gießen gesehen. Ja, was er, glaube ich, auch gewonnen hat. Ja, da hat er auch hat er eine riesige Haarpracht gehabt und einen fetten Bart und hieß da schon die Pusteblume. Ja. Aber zurück zu Jörg Lothmann, absolute Legende, schon in Japan gekämpft, keine Ahnung, wie viele Black Belts der hat in verschiedenen Kampfsportarten. Ich meine, es war Karate, Kickboxen, Taekwondo, Brazilian Jiu-Jitsu, ja, und. Ja. Ich kann jetzt hier leider nicht die Beschreibung aufmachen, ja, blöderweise, sonst könnte ich euch das sogar nochmal vorlesen, aber ich versuche das einfach immer so ein bisschen nochmal aus meinem Kopf heraus, ganz frei Schnauze nochmal zu sagen. Ja, war super interessant. Bei der Podcast-Folge war auch Patrick nochmal dabei. Ich finde, das ist eine geile Kombination gewesen, einfach. Wir haben super gelacht, super viel gelacht. Und ich glaube, Jörg hatte vorher, hat er so diese, wie heißen die Dinger? Hier von Apple, diese Wireless in ihr Geschichten, ja. Fällt der Name jetzt gerade nicht ein dazu, ja. Aber die hat er sich reingesteckt. Und da er so Blumenkohlohren hatte, waren diese Stäbe, die so runtergucken, die waren genau vertikal, ja, horizontal. Ja. Also echt, das sah so witzig aus, ja. Und dann hat er, glaube ich, auch ein anderes Headset angenommen. Ja. Ja, war sehr lustig. Das Einzige, was wir leider verkackt haben, war die Videoaufnahme. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Ja, das Video ist auch auf YouTube. Ja, aber ich glaube, wir haben da einfach nur Bilder dann reingepostet, ja, reingeschnitten. Und das hat alles so gehakt von der Videoaufnahme dann. Hätte ich nicht damit gerechnet, weil wir hatten eine stabile Verbindung. Keine Ahnung, was da los war. Ja, aber war, wie gesagt, ein super interessanter Podcast. Und auch da nochmal über seinen Werdegang, ja, was echt faszinierend ist, wie lange er einfach schon dabei ist. Ja, und er hat uns später noch das Plakat gezeigt, auf dem er abgebildet war, auf irgendeiner riesigen Veranstaltung. Ich meine, das war jetzt in Japan oder sowas oder in Korea, keine Ahnung, ja, wo er ein rotes Stirnband getragen hat, ja. Richtig 80er Jahre Oldschool, ja. Voll geil, ja. Und ja, kann ich nur empfehlen. Eigentlich kann ich euch alle Episoden empfehlen, muss ich sagen. Ich bin, wie gesagt, sehr stolz darauf, sehr glücklich darüber, ja, dass ich überhaupt so viele Gäste an Land ziehen konnte. Ja, mittlerweile werde ich ja auch oft angeschrieben. Und dann muss ich gucken, wie kriege ich das alles unter einen Hut. Ja. Okay. Episode 10, eine Special-Episode. Ja, weil ich gar nicht damit gerechnet habe, überhaupt 10 Episoden zu machen. Habe ich das so ein bisschen gefeiert. Ja. Da habe ich meinen Headcoach Henning Bode mit reingebracht. Ja. Henning habe ich kennengelernt
Ich meine, das war 2012, 2013. Da war ich noch Blaugurt. Ja, habe auch gerade erst wieder so mit dem Jiu-Jitsu angefangen. Habe ja so eine kleine Pause gehabt. Und ich war auf einem Seminar. Das war noch das Hardcore-Gym, hieß es, glaube ich, in Bremen. Und Nicholas Brooks war da. Ich habe von Nicholas Brooks noch nie was gehört. Vorher. Ich habe von Henning vorher noch nicht so viel mitbekommen. Ich wusste nur, dass zwei Kumpels von mir, der Armin und der Andreas, dass die da immer nur davon geschwärmt haben und gesagt haben, da musst du hin. Ja, das ist mega geil, dort sind alle super nett und ja, Henning geht voll ab. Ja. Zu dem Zeitpunkt war Henning auch noch Purple Belt. Ja, genau. Ich habe mir Henning auch ganz anders vorgestellt, muss ich sagen. Ja, ich habe, da lief jemand rum. Henning kam erst später. Da lief jemand rum. Und mit Bart, das war Holger, das wusste ich aber nicht. Ich habe gedacht, das wäre Henning. Ja, deswegen habe ich zu ihm eher das Gespräch die ganze Zeit gesucht. Und dann irgendwann kam dieser riesige Typ rein mit Blumenkohlohren, ja, und tätowiert ja, und auf den Händen hold fast, ja. Hat sich dann vorgestellt, ja, so alles klar, okay, super, sehr schön, ja. Und dann kam Nick rein, ja, Nicholas Brooks, und hat dann mit dem Seminar angefangen. Das Gym, das Hardcore-Gym, ja, ich kann mich noch daran erinnern, das war in so einer riesigen Lagerhalle. Ja, die Atmosphäre war super. Und Graffitis an der Wand und eine fette Ringerplane, die auf dem Boden lag. Ja, dann kann ich mich doch daran erinnern, als ich reingekommen bin, war unten so eine Theke. Ich war ja nur zweimal da, wie gesagt. Ja. Das habe ich aber noch so im Kopf und habe dann da schon diese mexikanischen Wrestling-Masken gesehen. Ich so, Alter, was ist denn das? Wie geil ist das denn? Voll abgefahren. Ja, wie nerdig das auch war. Ja, und dann fing, wie gesagt, Nicholas Brooks mit dem Seminar an. Einmal im Gi. Ja, fand ich super faszinierend. Das war noch, ich kann mich sogar noch daran erinnern, was er gezeigt hat. Flower Sweep. Was gab es da noch? Genau, so ein bisschen Positioning, Flower Sweep, und dann landet man ja meistens in der Side Control. Und von da aus gab es dann noch den Kanto Choke, ja. Und natürlich, wie kann man den Gegner gut kontrollieren, ja. Fand ich super faszinierend, ja. Ich weiß gar nicht mal, was es gekostet hat. Ich hatte das so verstanden, dass ich für beide Einheiten so und so viel mitbringen soll. Aber das habe ich nur durch meine Kumpels so erfahren, nicht von Henning, ja. Und dann gab es auf einmal noch eine zweite Einheit und ja, ich war dann halt so, ich war zu dem Zeitpunkt, das war der, ich weiß gar nicht, wie gesagt, ich glaube, das war 2012 oder 2013, ja. Da war ich gerade etwas pleite auch, muss man sagen. Ja, und Henning hat dann so gemeint, nee, nee, du bleibst jetzt hier. Ja, ich so, ja, aber ich habe kein Geld. Nee, ist alles gut, mehr bleib hier. Ja, wenn dir das Spaß macht und dann trainier einfach. Ja, alles cool. War voll perplex darüber, ja, weil sowas habe ich vorher noch nie erlebt, muss ich auch sagen. Und da fing das so an, ja, dass man sich, wie gesagt, kennengelernt hat. Ja, zu dem Zeitpunkt habe ich auch noch viel in Bremerhaven trainiert, bei meinem Kumpel Roman Hack. Der hatte das Elite Sports vor vielen Jahren gegründet und ich hatte ja so eine kleine Trainingspause, ja, und habe dann, wie gesagt, 2008 oder 2009 habe ich aufgehört, ja, weil ich einfach viel zu viele andere Dinge zu tun hatte und auch noch einen Motorradunfall zwischendurch und habe dann 2011 bin ich nach Wilhelmshaven gezogen, also da in die Gegend und bin dann, ja, 2012 habe ich dann wieder richtig angefangen, ja, genau. Ja, und war ja zu dem Zeitpunkt bei Elite Sports. Leider musste das Studio schließen. Fand ich sehr, sehr schade. Und bin dann so hin und her geschwommen. Okay, was machst du denn? Hab dann ein eigenes Studio gegründet, 2014 in Wilhelmshaven. Das war dann noch waren so mit 30 Quadratmeter in so einem ganz kleinen Geschäft habe ich das reingemacht. Ja, hab ich die Matten reingepackt. Aber ich war super stolz drauf, ja, was Eigenes wieder zu haben. Und habe dann überlegt, okay,
brauchst einen Kooperationspartner, ja, du musst dein Jiu-Jitsu weiterbringen. Ja, und da ist mir sofort Henning eingefallen. Und es war gerade zufälligerweise wieder ein Seminar. Ich bin da hingefahren, unangemeldet, bin ich einfach vorbeigekommen. Ja, ich glaube, Nick war wieder dabei. Und ich habe dann in der Pause habe ich mit Henning gequatscht und habe gemeint, hier, also ich habe jetzt ein eigenes Studio hier in Wilhelmshaven. Hättest du Bock, eine Kooperation zu machen, zu mir zu kommen, Seminare zu geben und ja, meine Jungs fit zu kriegen? Ja, das ist Pionierarbeit, was wir hier gerade machen. Es gibt keinen anderen dort, der speziell Brazilian Jiu-Jitsu anbietet und MMA. Ja, also warum nicht? Ja, und er hätte das sofort klar, natürlich. Zu dem Zeitpunkt war er Braungurt, auch schon mit einigen Streifen drauf, war auch zu dem Zeitpunkt schon in Brasilien für einen Monat mal gewesen, ja, in dem Jahr, ja, also hat sich immer stetig weitergebildet und ja, und dann ist das so entstanden zwischen uns, ja, und bis heute, jetzt haben wir 2021, ja, mittlerweile bin ich Braungurt und das schon seit, ja, knapp 2 Jahren. Im August feiere ich mein Zweijähriges. Ja, der 10. August war das. Ich habe damit nie gerechnet, überhaupt so weit zu kommen, weil ich ja sehr, sehr lange auch Blaugurt war. Ich habe da irgendwie schon die Hoffnung aufgegeben. Ja. Und nee, einfach anfangen, weitermachen. Der Gürtel kommt dann von alleine. Ja. Und jetzt trage ich voller Stolz den Brown Belt von Henning. Bin von Henning graduiert worden und von Thiago Abreu. Ja, und das war natürlich ein Riesending für mich. Ja. Ja, einfach mal hört euch die Episode an. Super interessant. Episode 11. Ja, endlich eine Frau. Ja, Anna Jagüs. Ja, Black Belt. Und eine unheimlich smarte Frau hat damals mit Samuel San Vicente das Team Ground Fighters gegründet in Hamburg. Jeder kennt die Ground Fighters und jeder weiß, wenn die auf dem Turnier waren, hat man echt Schiss gehabt. Ja, also meines Erachtens war das so. Ich so, fuck, die kommen da alle mit ihren geilen grün-schwarzen Rush Guards, alle durchtrainiert und super technisch. Ja, und ich fand es immer krass. Ich meine, das war Carlos. Ja, ich kenne den Nachnamen jetzt nicht, aber der hat oft mitgecoacht. Und hat da rumgeschrien. Wir haben ihn irgendwann die Heulboje getauft. Es tut mir leid. Ich hoffe, das ist nicht beleidigend für dich. Ja, aber der hat die Leute wirklich so stark motiviert und fand ich sehr faszinierend. Diese Teamgemeinschaft dahinter. Ja, und das war ein reines Wettkampfteam, die alles abgeräumt haben. Überall. Die waren überall. Ja, ich war bei King of the Beach in Holland. Die waren auch da. Haben alles abgeräumt, ja. Also unglaublich faszinierend, wie gesagt, ja. Also weiß gar nicht, was man dazu sagen soll, ja. Also muss gerade mal hier gucken. So. Also, ja, die hat dann später, hat sie das Team Nexus Fighter gegründet. Ist ein super Studio. Hat Größen wie Kayutera schon da gehabt, Fion Davis. Ja, ich bin ein großer Fan von ihr, aber das wisst ihr ja auch schon. Habt ihr ja den Podcast auch schon mitbekommen. Ich muss mal kurz was trinken. Es geht doch nicht zu meinem Kaffee am Morgen. Super technisch, als Referee viel unterwegs. Geiles Wettkampfteam aufgebaut. Und man hat sie überall nur noch gesehen. Sie erzählt in der Episode natürlich viel über den Aufbau, wie sie zum Jiu-Jitsu gekommen. Was hat sie so sehr fasziniert daran? Und vor allem aber auch, wie ist es als Frau, Referee zu sein? Ja, das fand ich sehr interessant. Ja, also müsst ihr euch auf jeden Fall angucken, anhören. Ja, hört euch jeden Podcast an. Ja, ihr habt Zeit. Hört es euch an. Der Podcast ging im Übrigen 2 Stunden 43. Also ich habe mich dann immer schon so in dem Rahmen aufgehalten, 2 Stunden 30, 2 Stunden 40. Ja, aber die Podcasts gingen alle schon meistens über 2 Stunden. Muss man auch ganz klar sagen. Ja. Episode 12. Ja, Jan Basso. Ja. Ich wusste gar nicht, dass
Jan aus Brasilien kommt. Ja, war mir wirklich nicht bewusst. Aber ich habe den von Wettkämpfen gekannt. Immer wenn ich auf Turnieren unterwegs war, habe ich ihn da auch gesehen, als Braungurt schon. Und der Typ hat abgeräumt. Der hat einfach abgeliefert. Ja, und ich fand das auch immer sehr faszinierend, wie selbstbewusst er auf die Matte kommt. Ja, nochmal so die Augen schließt, nochmal so durchatmet. Ja, meistens hat er so die Hände auseinandergenommen. Ja, und dann ging es ab. Dann ging es wirklich ab. Also echt faszinierend. Hat er auch sehr, in Frankfurt hat er sein Studio. Ja, Jiu-Jitsu Brotherhood. Ja, wirklich saumäßig interessant, wie sich das alles so aufgebaut hat. Und hat viel erzählt, auch über das Training, wie er mit der Legende Leandro Lo überhaupt in Kontakt gekommen ist. Mit denen trainiert er. Ja, also das ist absolutes High-Level-Jiu-Jitsu, ja. Leandro Lo, voll die Maschine. Ja, also, und so ist auch sein Jiu-Jitsu. So ist auch sein Team. Also alles, was ich da so gesehen habe, hat mich immer sehr begeistert, sehr fasziniert. Und hoffe, dass ich ihn irgendwann auch besuchen kann, natürlich. Ja. Also alle, ich mache ja diese Podcast-Tour, wie gesagt. Ich messe nicht mit zweierlei Maß oder sowas. Ich finde jeden sehr interessant und ich freue mich unheimlich darauf, wenn wieder ein bisschen mehr Normalität drin ist und ich auch die Leute besuchen kann, weil ich will mit euch rollen. Ich will, ja, ich muss auf die Matte. Ja. So. Das war am 13.06.2020, habe ich den veröffentlicht. Ja. Episode 13, Murat Effendi. Ja. Mein erster Gegner als in der Purple Belt Klasse. Ich habe Murat Effendi vorher nicht gekannt, habe dann tatsächlich den Fehler gemacht, ihn zu googeln. Und dann habe ich, keine Ahnung, so viele Infos bekommen, auf wie vielen Turnieren der schon war, was der alles gerockt hat. Und da habe ich auch hier habe ich einen Menschen kennengelernt, der ein absoluter Kämpfer ist. Ja, der macht nichts anderes, trainiert, unterrichtet, kämpft. Ja, lebt dieses ganze Ding einfach. Ja, und ich war mit ihm auf der, wo war das? Ich glaube, das war in Maintal von der UAE Jiu-Jitsu Federation. War das die Veranstaltung? Und steht er so am Mattenrand. Er steht neben mir. Ja, schaut mich noch nicht mal an. Guckt nur auf die Matte. Ja, ist voll fokussiert. Und stampft voll auf den Boden und rennt los auf die Matte. Ich, ja, fuck, was ist denn hier los? Ich muss jetzt auch losrennen. Ja, dann bin ich auf die Matte gerannt. Ja, aber nicht so schnell wie er, so kraftvoll. Ja. Und dann ging es ab. Ja. Mein erster Fight, wie gesagt, als Purple Belt. Ja, mit einem Kämpfer, der absolutes Weltklasse-Niveau hat. Ja, und das war unglaublich. Also, und da habe ich gemerkt, was es wirklich heißt, auf so einem Level in dieser Gurtklasse überhaupt zu kämpfen. Was das wirklich heißt. Ja, und das wird nicht einfacher danach. Ja, muss man auch sagen. Und ich bin tatsächlich froh darüber, dass ich mich nicht verletzt habe in diesem Turnier. Weil er einfach wirklich super stark ist, super technisch und stark. Ja, also da war mir absolut überlegen. Hat mich punktemäßig, hat er mich zerstört. Ja, hat er dadurch auch gewonnen. Ich glaube, das ist die einzige Genugtuung, die ich für mich habe, dass ich nicht zur Aufgabe gezwungen wurde. Ja, das ist das Hauptziel eigentlich. Und aber ganz klar, wie gesagt, da braucht man nicht drüber reden. Ja. Super geile Episode. Die möchte ich im Übrigen auch nochmal natürlich in meinem Podcast haben. Er hat auch viele Projekte in Brasilien gemacht. Ja, also wer so ein bisschen seine Insta-Story verfolgt, sein Account, der weiß das. Und das ist ein super sozialer Mensch. Ist aus dem gleichen Beruf auch. Ja, und würde ich mich sehr darüber freuen, Murat, wenn ich dich nochmal in meinem Podcast haben könnte. Ja, das ist immer so eine Zeitfrage, ne? Aber sehr, sehr geil. Ja, ich habe auch sehr viel aus diesem Podcast mitgenommen. Dieser Podcast, der ging dann im Übrigen auch dann schon 3 Stunden und 8 Minuten. Und ich fand es überhaupt nicht langweilig. Ich fand es überhaupt nicht zu lang. Und da haben die Leute mir auch, angefangen, mir auch zu schreiben. Von wegen, ey, geiler Podcast, ja, war überhaupt nicht so lang, hat mir sehr gut gefallen und da habe ich mir gedacht, okay, gib den Leuten mehr Raum.
damit diese Gespräche entstehen können, brauchen die Leute einfach den Raum dafür. Ja, und dadurch ist das entstanden. Warum ich dann mir gedacht habe, okay, scheiß auf die Zeit. Mach's einfach. Ja, und guck, was daraus entsteht. Okay, dann geht's weiter mit Episode 14. Gib nicht auf, heißt diese Episode. Eine Dame, die von einer Zecke gebissen wurde und dann Borreliose bekommen hat, konnte dann sehr lange nicht mehr laufen, ja, und hat durchs Jiu-Jitsu-Training, durch das Movement unheimlich gute Fortschritte gemacht. Kann mittlerweile besser laufen, das sieht ganz anders aus, hat den Willen immer gehabt, dabei zu bleiben, ja, und hat ein bisschen was auch über Schmerztherapien erzählt, was es alles für Möglichkeiten gibt, ja. Das war wirklich absolut super interessant und fand ich sehr cool, dass ich sie bei mir im Podcast haben durfte. Episode 15, Frank Burschinski. Da haben wir den 4.7.2020. Ja, muss auch sagen, ich habe dann wirklich zu dem Zeitpunkt mir schon die Aufgabe gestellt, ich möchte jede Woche einen Podcast rausbringen. Ja, am besten immer sonntags, habe ich mir gedacht, weil es für mich zeitlich am besten irgendwie ging. Ja, wie gesagt, ihr müsst ja überlegen, ich muss das irgendwie mit einbauen. Ja, das muss hier und da, also wenn ich das Video online stelle, natürlich muss ich das Video bearbeiten. Ja, da muss Musik drunter, ich muss das Thumbnail vorbereiten. Ja, da ist jetzt mittlerweile eine gute Routine drin. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich sehr, sehr lange für alles gebraucht. Muss ich auch ganz klar sagen. Ja. Und ja, Frank Buschinski, auch schon ewig dabei. Jeder kennt ihn, ja, aus Berlin, ja, vom Hilti BJJ. Hat sehr viel darüber erzählt, wie er natürlich dazu gekommen ist, wie die Kooperation zu Hilti gekommen ist. Ja, mega interessanter Typ einfach, super smart, super nett, ja, und auch sehr sozial. Was mich sehr fasziniert hat, war natürlich, dass er auch recht nerdig ist. Und das sind mittlerweile, das sind ja alle irgendwie dort, muss man ja sagen. Ja, absoluter Godzilla-Fan. Fand ich sehr geil. Ja, und was viele vielleicht auch nicht wissen, Frank Buschinski ist absoluter Chili-Fan. Ja, der ballert sich hier Habaneros und so ein Zeug. Ja, einfach so. Und das scheint ihn nicht zu stören. Ja, also soweit bin ich leider noch nicht, lieber Frank. Ja, ich sterbe an Habanero. Ja, wo du rüber schmunzelst, sterbe ich schon. Ja. Episode 16, Lukas Cielonka, ja, aus Kloppenburg von den Fighter M-Stack. Ja. Mittlerweile führt er die Armbar Academy in Kloppenburg, ein wunderschönes Studio, was er aufgebaut hat und das mitten im zweiten Lockdown. Ja, sein Studio war fast fertig und dann ging der zweite Lockdown los und er hat es trotzdem geschafft, weiterhin zu bestehen und kämpft da ordentlich. Ja, die Episode, die müsste tatsächlich auch in meinem Studio aufgenommen worden sein. Ja, da habe ich auch noch keine Kameras so gehabt. Heißt also, ich habe meinen kompletten Rechner mitgenommen. Ja, ich habe meinen Rechner mitgenommen, weil die Webcam in dem Rechner mit eingebaut ist. Ich habe hier, keine Ahnung, wie man das nennt. Ja, ihr kennt ja von Apple diesen Desktop-Rechner, ja, wo einfach nur der Bildschirm da ist, ja, wo der ganze Kram mit eingebaut ist. So ein Ding habe ich nicht von Apple, ist mir zu teuer. Ja, und das habe ich mitgenommen, das komplette Ding, habe das aufgebaut, im Mikrofon, habe ich dann einfach dahingestellt, ja, und habe gehofft, dass die Aufnahme einfach nicht scheiße wird. Ja, ich fand das Bild ganz cool, weil es war in meinem Studio. Ich habe hinten noch mein Logo gehabt und alles. Schöne Couch, ein Tisch. Und das sollte so ein bisschen gemütliches Feeling ja, zeigen, wiedergeben. Ja, war super interessant. Ich kenne Lukas schon ziemlich lange. Ja, irgendwann war ein Seminar. Da habe ich schon meine neue Halle gehabt. Ich bin ja ein paar Mal umgezogen. Ja, aber da habe ich schon die Halle gehabt, in der wir jetzt heute noch sind. Ja, und habe da, glaube ich, das erste Seminar dort veranstaltet. Ja, also Henning Bode hat mich da wieder besucht. Und die Matte war richtig voll zu dem Zeitpunkt.
für unsere Verhältnisse. Und da war Lukas auch. Der hat dann gemeint, hier, ich komme vorbei, ich bringe ein paar Leute mit. Ich so, alles klar, komm, komm. Ja. Und er hat dann hat zu dem Zeitpunkt eine Kooperation mit Extreme Hobby gehabt. Extreme Hobby. Und hat dann da seine Sachen mitgebracht, hat es da so ein bisschen ausgelegt. Und das war ein geiles Feeling. Ja, weil das hat wieder schon so in Richtung Professionalität hat es den Anschein gehabt. Ja, kommst auf ein Seminar und da ist ein fetter Tisch, wo geiles Zeug, Equipment drauf liegt. Die Leute können was kaufen. Finde ich irgendwie geil. Ja, warum auch nicht? Ja, und ein Seminar sollte nicht nur dafür da sein, finde ich, dass du nur Techniken lernst, wenn du Möglichkeiten hast, deinen Merch da auch zu präsentieren. Warum denn nicht? Ja, also ich finde das eine geile Sache. Ja, Top-Wettkämpfer, Pro-MMA-Fighter, auch wenn er sich so nicht nennen möchte. Ja, er kämpft aber nach dem Pro-Regelwerk. Ja, hat Wheel of MMA gekämpft, GMC gekämpft. Ach, ich kenne die Veranstaltung in Polen nicht, das tut mir leid. Ja, aber da hat er auch gekämpft. Ja, den konnte man da natürlich auch im Fernsehen sehen. Ja, hat Shoto gekämpft. Ja, also Ringen, Judo, einige Grappling-Turniere, BJJ-Turniere. Also der hat alles mitgenommen, was geht. Und hat ein klasse Team aufgebaut. Ja, das muss man klar sagen. Selber auch Veranstalter. Ja, hat ja auch schon 2 kleine Grappling-Turniere veranstaltet, die einfach super toll waren. Ja, sehr familiäre Atmosphäre. Ich kann es euch nur empfehlen. Hört euch die Episode an. Und wenn ihr Bock auf MMA, Jiu-Jitsu, Boxen, Thai-Boxen, Ringen habt oder auf ein bisschen Fitness überhaupt und ihr seid gerade zufällig in Kloppenburg, geht dahin. Geht dahin. Es gibt nichts Besseres dort. Einfach hingehen. Episode 17, Daniel Kimling. Ja, kenne ich auch schon sehr lange. Habe ihn damals, ich glaube, das war 2011, ja, oder ja, doch 2011 habe ich ihn kennengelernt. War ich gerade mit der Jugendhilfe unterwegs und war zufälligerweise da unten in der Gegend. Habe bei Mario angerufen. Ja, hier, bin gerade da. Ja, kann ich vorbeikommen? Na klar, komm rum, aber ein Kollege kommt noch. Ja, mein Wettkämpfer, der muss noch trainieren. Ich so, alles klar. Und wer war das? Daniel Kimling. Ja, zu dem Zeitpunkt auch im MMA sehr bekannt. Ja, ich weiß jetzt gar nicht aus dem Stegreif heraus, wie viele MMA-Kämpfe er gemacht hat, aber es waren echt viele, es waren über 20, glaube ich. Ja, also er hat wirklich Gas gegeben. Ja, und auch im Grappling viel gewonnen. Ja, also den hat man immer auf der Matte gesehen. Naga, Champion-Gürtel geholt und alles. Mittlerweile Black Belt. Ja, also der Hammer. Ja, ein super netter Typ. Zu ihm habe ich immer noch Kontakt. Ja, und hoffe, wie gesagt, dass ich viele Leute irgendwann auf der Matte selber sehen kann. Ja. Ralf Warneking, Episode 18. Die Legende Ralf Warneking, ja, der lange Zeit bei Eddie Bravo trainiert hat, viele UFC-Größen kennengelernt hat, ja, hat sehr lange in den Staaten gelebt, ja, und ist dann irgendwann wieder rüber nach Deutschland gekommen und hat dann in Berlin das 10 Planet Berlin aufgebaut, ja, super lieber Typ, ja, unheimlich technisch, witzig und ich wusste nicht, dass er tatsächlich auch aus Niedersachsen kam, ja, das war mir nie so bewusst. Ja, da waren auch viele Verknüpfungen dann einfach auch da, ja, also saugeil. Da habe ich das erste Mal, gab es dann da auch schon eine Studiotour. Ja, Ralf hatte dann da sein Studio vorgestellt, hat die Räumlichkeiten gezeigt und alles und was er gerade so macht, ja, macht hier viel funktionales Training auch, ja, mit einer Mace, mit Kettlebells und weiß der Geier alles noch, ja, aber das war die erste Studiotour, die da so stattgefunden hat und war super interessant. Ja, und war echt cool. Ja, sau viel gelernt, wieder daraus. Und ich nehme sehr viel aus den Podcasts mit, muss ich ganz klar sagen. Und ja, zu ihm auch noch Kontakt, natürlich. Ja, ich hoffe, es geht allen gut, wie gesagt. Ja, ich pflege zu vielen, die in meinem Podcast war, dann schaue ich, dass ich, was heißt regelmäßig, ja, ich achte auf viele Sachen einfach und zwischendurch melde ich mich immer da. Ja, das finde ich sehr, sehr wichtig einfach, ja, und weil man sich auch, denke ich, sehr sympathisch fand, ja, also den Eindruck hatte ich jedenfalls, ja. Unglaubliche Biografie, ja,
was er alles da so geleistet hat, was er gemacht hat, wie er gelebt hat. Sehr minimalistisch auch. Super gesund. Seit diesem Podcast, das war der 29.8., habe ich diesen Podcast veröffentlicht. Seitdem trinke ich keine Energy Drinks mehr. Ja, ich habe öfter mal so Phasen gehabt, wo ich dann einfach mal für mehrere Wochen eine Pause gemacht habe, weil ich einfach zu viel von dem Dreck getrunken habe. Aber seitdem bin ich raus aus der Nummer. Trinke ich nicht mehr. Ich brauche es nicht mehr. Ich will es nicht mehr. Ja, der Drang ist trotzdem noch da. Ich glaube, ich habe ziemlich großes Suchtpotenzial irgendwie. Ja, ja. Aber ich lasse die Finger davon. Ja, gebt euch diese Suppe nicht. Lasst die scheiß Booster auch weg. Mal ohne Witz. Ihr braucht das nicht. Wenn ihr unbedingt einen kleinen Boost wollt, trinkt einen Kaffee vorher. Ja, das reicht vollkommen aus. Aber lasst diesen ganzen Dreck weg. Ja, ihr wisst nicht, was ihr euch da alles gebt. Ja, ich glaube, das muss nicht sein. Ja, das Zeug schmeckt geil. Ja, natürlich. Aber ihr braucht es nicht. Ihr braucht es wirklich nicht. Ja, und seitdem ich von allem weg bin, also ich bin wirklich von den Boostern komplett weg. Ja, ich habe ja, wie gesagt, ich trainiere ja jeden Tag. Ja, also ich habe jeden Tag auch Booster genommen. Ja, und da waren auch Booster dabei, mit Sicherheit, wo vielleicht der ein oder andere Drogentest eventuell ausgeschlagen hätte. Ja, das kann sein, ich weiß es nicht. Ja, habe mich nie damit so auseinandergesetzt. Ja, aber ich bin da vollkommen von dem ganzen Scheiß weg. Und es geht mir fabelhaft. Und ich roll mittlerweile, weiß ich nicht. Erstens habe ich keinen Unterschied gemerkt. Vielleicht kopftechnisch, dass ich immer so gedacht habe, ah, da fehlt was, da fehlt was. Nee, da fehlt gar nichts. Ja, trink einen Kaffee vorher, wenn es sein muss. Ja, oder trink viel Wasser. Dann läuft das. Ja. Ja, saugeiler Podcast, wie gesagt, mit Ralf Warnecking. Hört euch den an. Super lustig. Wir haben sau viel gelacht. Ja. Er kann auch viel über sich selber lachen. Und das finde ich ganz wichtig, dass man die Fähigkeit hat, über sich selber zu lachen. Ja, das macht das Ganze einfach, es ist einfach charmanter. Ja. Episode 19, ohne Yasa oder Yasha. Ja, ich hoffe, ich spreche das alles richtig aus, mein Lieber. Ja, der Mann, der mich sehr inspiriert hat, überhaupt einen Podcast dann zu starten, ist einfach zu machen. Sau netter Kerl. Ja, und wir haben uns vorher nur über Facebook gekannt. Und irgendwann, ich glaube, ich war gerade auf dem Weg nach Lissabon, war am Flughafen in Hamburg. Und dann stand er da und hat mich sofort empfangen. Ja, wir haben uns sofort gesehen und sofort zugewunken. Oh mein Gott, ja. Ja. Und das war einfach geil. Ja, also das sofort ins Gespräch bekommen. Ja, und wie gesagt, ein super netter Kerl und krass, was er da aufgebaut hat in Braunschweig. Ja, meines Erachtens, was brasilianische Jiu-Jitsu angeht, das Top-Studio. Ja, muss man ganz klar sagen. Geiles Wettkampfteam, super nette Leute. Gibt es nicht viel zu sagen dazu, ja. Mittlerweile, wie gesagt, er hat einen geilen Podcast, der Entertainer. Macht selber viel in seiner Insta-Story. Man kann unheimlich viel mitbekommen. Ja, ist mittlerweile einfach eine Top-Werbeplattform und man sollte das auch nutzen, finde ich. Ja, und das ist wirklich bombastisch, finde ich. Ja. Saugeil. Die Episode ging 2 Stunden 57. Wie gesagt, wir bewegen uns da einfach schon in dem Rahmen 2 Stunden, 3 Stunden immer, ja. Und war für mich vollkommen okay, wie gesagt. Ich finde es gut, so lang Podcasts zu machen. Special Episode 20. Warum mache ich das so? Special Episode. Ja, warum mache ich da? Warte ich nicht bis zu 25, bis zu 50 und sowas. Ey, keine Ahnung. Ich fand die 10, die 20, die 30 und sowas. Ich fand ich irgendwie cool. Ich habe mir da keinen großen Kopf gemacht. Ja, also verzeiht mir das. Ja. Ja, Mario Stapel. Ja, mein erster Coach im Brazilian Jiu-Jitsu. Ja, viele Jahre nicht mehr gesehen. Ja, ich meine, er lebt in Wetzlar bei Gießen. Und ich bin ja knapp 5 Stunden entfernt. Hat sich einfach nicht mehr ergeben. Das letzte Mal tatsächlich auf einem Seminar in Große Fee, ja, mit der Kooperation mit Wilco von Choke and Chill. Ja, und Mario, wir haben da erstmal so über die alten Zeiten gequatscht. Ja, und natürlich dann auch, wie ist er zum Jiu-Jitsu gekommen? Wie war das früher zu dem Zeitpunkt? Mario war einer der ersten, der überhaupt international auch gekämpft hat, Shoto gekämpft hat, MMA gekämpft hat. Ja, ich behaupte jetzt einfach mal, er war der erste Black Belt in Deutschland. Ja,
Aber ihm ist es auch egal im Endeffekt. Er hat gemeint, wer jetzt wirklich genau der Erste war, was soll's, ne? Ist auch egal im Endeffekt. Ja. Kenne ich seit 2004, den lieben Mario. Habe sehr viel gelernt, ja, sehr viel mitgenommen. War der absolute Hammer, ihn dadurch auch wieder, dass man sich wieder gefunden hat. Wir haben auch regelmäßiger Kontakt jetzt wieder. Ja, und das ist einfach ganz toll. Ja, und er ist so geblieben, wie er ist. Ne? Jeder, der Mario kennt. Ja, denn in diesem Podcast hast du die volle Ladung Mario-Stapel bekommen. Episode 21, Maurice van Weinberge. Ja, auch ein alter Kollege von mir. Wir sind zur gleichen Zeit Blue Belt geworden bei Mario damals. Ja, ich glaube, das war entweder was 2007 oder 2008. Ich habe tatsächlich noch dieses kleine Zertifikat, ja. Muss ich nochmal gucken, in meinem Studio hängt das auch noch, ja, dann kann ich das nochmal genauer erklären. Maurice van Weinberger, Champion der European Fight League gegen Stefan Wölke gewonnen, ja. Bekannt aus dem YouTube-Video MMA is not a crime oder MMA ist kein Verbrechen, ja, müsst ihr aber mal googeln, ja, ein saugeiles Video über die, über den Alltag eines Wettkämpfers, ja. Unheimlich netter Typ, mittlerweile Brown Belt im Brazilian Jiu-Jitsu. Eine absolute Maschine. Hat es tatsächlich mal geschafft, nach 2 Jahren mal bei mir vorbeizuschauen. Ja, war da ein paar Mal da und es war sau cool. Jetzt ist wieder natürlich der Lockdown dazwischen gekommen, was natürlich auch wieder scheiße ist, ja. Und dadurch hat sich leider nichts weiteres mehr ergeben. Ja, ich hoffe natürlich, wenn das alles wieder rum ist, dass wir wieder mehr Kontakt haben können. Aber absolut witziger Podcast gewesen. Haben da viel philosophiert. Jetzt nicht nur über seine Biografie und wie er zum dem Sport natürlich gekommen ist. Wie gesagt, das ist immer so ein Standardding, ja, dass man darüber redet. Aber es entstehen noch ganz andere Dinge daraus. Und da ging es auch viel darum, traditionelle Sportarten, Daseinsberechtigung natürlich. Sinnvoll für den Wettkampfsport? Nein, eher nicht. Ist halt was anderes, ja. Und war mega witzig, war sau cool, ja. Mittlerweile, glaube ich, auch verheiratet. Ja, er ist verheiratet mittlerweile. Ey, Pech gehabt, Mädels. Er ist weg. Episode 22, Martin Weigelt. Ja, aus Schweden. Ja, gute Martin ist mittlerweile Black Belt. Ja, und das heißt mittlerweile, ich glaube, seit 1 oder 2 Jahren ist er Black Belt. Ja, müsst ihr dann nochmal genauer nachgucken. Oder ihr hört euch einfach den Podcast an und kriegt ihr das genau mit. Auch ein herzensguter Mensch, ja, der erzählt hat, wie ist er überhaupt in Nürnberg ist er ja aufgewachsen oder hat er sich lange Zeit aufgehalten und hat da dann auch mit dem Jiu-Jitsu angefangen. Recht oldschool-lastig in der Garage oder sowas war das, meine ich. Ja, und ist dann irgendwann aus beruflichen Gründen nach Schweden gezogen, ja, nach Mjölby, ja. Und hat dann da ein kleines Gym aufgebaut, ja, und hat eine schöne Gruppe gefunden, mit denen er da ordentlich rollen kann, ja. Und wie gesagt, ein saunetter Kerl, so erzählt, wie ist es so, das als Wettkämpfer zu sein, wie ist es als Trainer zu sein, wie ist der Sport in Schweden? Ja, wie ist das Jiu-Jitsu, das Grappling in Schweden, wie wird das angenommen? Ja, und wirklich mega interessant. Ja, ging 2 Stunden 20. Ja, das war, wie gesagt, das ist so der Rahmen. Und ja, hört euch das an. Super smarter Typ. Auch zu ihm habe ich auch noch Kontakt. Ja, ich versuche, wie gesagt, zu allen irgendwie Kontakt zu haben. Aber es ist, wie gesagt, bei so einer großen Menge recht schwierig. Und ich habe meinen Tagesablauf ist unheimlich zeitlich getaktet. Ja, also es ist gar nicht so einfach, alles unter einem Hut zu kriegen. Episode 23, Alexander Neufang. Ja, auch ihn kennt man. Ja, absolut gelenkiger Typ. Black Belt. National. Alles abgeräumt. Ja. Hat gegen Rodolfo Vieira gekämpft. MMA. Was auch was unheimlich Besonderes ist, meines Erachtens. Ja. Absoluter Nerd. Was den Manga-Anime-Kram angeht. Ja, da macht keiner ihm was vor. Da hat er wirklich Plan davon. Ja, und wie gesagt, saunett. Hat ja damals, hat er
eine Fotoreihe rausgebracht, wo es darum ging, als er seinen Dummy selbst entworfen hat, ja, den hat er da auch nochmal gezeigt, ja, in seinem privaten Trainingsraum, ja. Saugeil, wenn ihr in Braunschweig seid, schaut bei MMA Evolution rein, ja, und da findet ihr Alexander Neufang, da lernt ihr was auf jeden Fall, ja. Episode 24, Mike Henberger, ja. Mike habe ich damals kennengelernt. Ich meine auch das erste Mal in Maintal. Dann später hat man sich am Flughafen wieder gesehen. Ja, und ja, wir sind in der gleichen Altersgruppe. Das heißt also, wir treffen immer irgendwie aufeinander, wenn es um Turniere geht. Ja. Und fand ich ganz cool. Ich hätte mir damals in Lissabon wirklich gewünscht. Da hat er gegen Kai gekämpft. Ja, hat ihn besiegt. Ja, Mike ist Europameister 2020 in Lissabon geworden, in der Braungurtklasse, Master 3. Und ja, bin leider nicht weit gekommen. Leider. Ich hätte mir so sehr gewünscht, mit auf dem Treppchen zu sein. Dann wären wir drei deutsche Dudes auf dem Treppchen gewesen. Das wäre so geil gewesen. Ja, ich hätte das wirklich sehr gefeiert. Ja, weil, ja, auch Kai kenne ich sehr gut. Und man trifft sich immer wieder auf Turnieren oder irgendwo auf dem Seminar oder im Tencho in Hamburg kann man ihn auch finden. Ja, Mike Henberger von Gracie Barra. Ja, Top-Athlet, Top-Wettkämpfer. Den sieht man auf auch fast allen Wettkämpfen der IBJJF oder UAE Jiu-Jitsu Federation. Ja, und das ist schon echt faszinierend, wie der abräumt. Ja, und auch ein Wettkämpfer durch und durch. Ja, saucoole Episode gewesen, sehr interessant. Unheimlich netter Mensch. Ja, und hört euch das an, was er zu sagen hat. Ist wirklich abgefahren. Ja. Episode 25, ja, Yavuz Ögüt, ja. Einer der besten Braungurte, die wir, glaube ich, haben in Deutschland, der alles abräumt. Räumt alles ab. Der ist überall auf Platz 1. Ja, ich weiß nicht, wie viel Naga Champion-Gürtel der hat, aber er hat viele. Ja. Ist auf der IBJJF weltweit unterwegs, hat die Worlds gewonnen, hat die Europeans gewonnen, der gewinnt alles. Ja, er ist immer auf dem Treppchen, immer. Ja, und ich hab ihn in Lissabon getroffen, ja, ich glaube 2020. Und da lief es ja nicht so gut für mich, hat er mich noch ein bisschen aufgebaut. Ja, ich meine, ja, ist halt so, macht dir keinen Kopf, das läuft einfach weiter. Ja, und für mich lief es auch nicht gut. Ich so, echt, okay, was ist denn passiert? Ja, bin jetzt nur auf Platz 2 gelandet. Ja, so, ja, aber das ist das Wettkampfdenken von ihm, das athletische Denken. Ja, und das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Super netter Typ, super smart. Auch zu ihm habe ich noch weiterhin Kontakt. Ja, und mittlerweile sind auch das Päckchen ist ein bisschen nach hinten alles gerutscht, leider. Ja, ich habe mich aber auch nicht drum gekümmert, ganz ehrlich, weil ich einfach zu viel zu tun hatte. Ja, aber das Päckchen ist da, das hat er mir gesendet. Ja, einer hat jetzt schon von Jean Labelle hat er jetzt schon den Aufnäher, hat einer schon erhalten. Ja, jetzt werden die BCAs noch versendet und das T-Shirt hängt noch bei mir im Studio. Das hat nämlich tatsächlich ein Schüler von mir gewonnen, der muss das noch abholen. Ja, also vielen lieben Dank, Javus, für diesen tollen Support. Und auch, wir haben auch zwischendurch nochmal Kontakt gehabt. Ja, also echt ein toller Mensch. Ja. Episode 26, Frederik Vossgröne. Ja. Mittlerweile lebt er in London. Ein absoluter Wettkämpfer. Super stark, sehr smart und möchte nichts anderes machen, außer kämpfen und unterrichten und trainieren. Trainiert beim Carlson Gracie Gym in London. Und er hat nochmal dort in dieser Folge nochmal so ein bisschen preisgegeben, wie ist es für ihn so als Wettkämpfer auch in Deutschland? Was ist überhaupt machbar? Kann man damit Geld verdienen? Ja, er sagt, oder ist es besser, es ist durchgekommen, wahrscheinlich eher nicht. Ja, also muss man schon ins Ausland gehen. Und er hat dann für sich beschlossen, nach London zu ziehen. Ja, und das war für ihn natürlich wahrscheinlich der beste Schritt, den man so machen konnte. Ja, ein super netter Kerl. Ja, und witzig. Ja, und das, was er macht, das hat Hand und Fuß. Ja, hat den
Polaris Jiu-Jitsu Champion-Gürtel. Ja, auch das hat er gerockt. Und freue mich schon darauf, ihn bald wieder kämpfen zu sehen. Ja, hört euch das an. Ja. Episode 27. Hey, der zweite Lockdown ist da. 1.11.2020. Der zweite Lockdown. Meines Erachtens eine recht emotionale Episode. Es ging mir schon sehr, sehr nah alles. Ja, also wollte einfach nochmal ein bisschen meinen Unmut preisgeben. Ja, und habe die Welt da nicht mehr so verstanden. Ja, was das auch für mein Geschäft heißt. Ja, also kann sich ja jeder denken im Endeffekt. Ich meine, das Corona-Thema ist ja auch in meinen ganzen Podcast-Folgen immer Thema. Ja, mal mehr, mal weniger. Ist halt im Moment einfach so. Das kann nerven. Ich bin es auch leid, darüber zu reden. Aber auf der anderen Seite, ey, es ist einfach Alltag. Ja, und jeder sollte die Chance und den Raum bekommen, in meinem Podcast darüber zu sprechen, finde ich. Ja. Episode 28, Daniel Brauchle, der Veranstalter der BGC. Ja, Alpen BJJ nennt sich sein Team. Und toller Wettkämpfer, witziger Typ. Ich habe unheimlich viel gelacht. Ja, zu ihm habe ich auch noch Kontakt. Ja, und ja, hört euch die Episode an. Ja, sau interessant gewesen. Ja, wie das so aufgebaut hat, auch wie er so die Veranstaltungen gemacht hat und ja, so sein Alltag, weil sein Studio hat er gleich nebenan. Das ist natürlich auch ganz cool. Ja, und er ist mit einer Wettkämpferin verheiratet, mit der guten Christine, ja, und wird da ordentlich gestriezt. Ja, ihm bleibt nichts anderes übrig, als viel zu trainieren. Ja, und das morgens um 5, 6 Uhr schon. Ja, das ist ja auch schon sehr faszinierend, so ein Pensum durchzuhalten. Black Belt, ja. Und ja, hört euch die Episode an, wird euch gefallen. Ja, also ich höre mir meine Podcasts auch selber auch an. Ja, weil wie gesagt, ich habe viel lernen können zwischendurch und dann höre ich mir den einen oder anderen natürlich an. Ja, selbstverständlich. Warum auch nicht? Ja, das ist ja nicht eingebildet oder sowas. Ja, auch, ich glaube nicht, dass es rüberkommt, ja. Ja, aber ich finde es halt einfach interessant. Da geht es nicht darum, mich reden zu hören, weil ich ganz ehrlich, finde meine Stimme eigentlich kacke. Ja, aber ich gebe mein Bestes, einfach klar und deutlich zu sprechen. Und ich hoffe, das ist auch besser geworden. Ja, das ist ein Problem, das Ja-Sagen tatsächlich. Das mache ich ziemlich oft. Ja, könnt ihr, oh Gott, ihr könnt ja mal zählen zwischendurch, mal in die Kommentare schreiben, wie oft ich Ja gesagt habe. Aber früher war es, ich bin Hesse. Ja, früher war es G, dass man das immer so mit eingebaut hat. Ja, dann bin ich nach Norddeutschland, dann war es ne. Ja, jetzt bin ich bei Ja. Mal gucken, wo es hinführt. Kann ich so jetzt noch nicht sagen. Okay. Episode 29, Paul Urbanik, oder wie ich ihn gerne nenne, Paul Urbanik. Ja, ich wusste das nicht. Ja, Black Belt, Lutter Livre, Black Belt im Brazilian Jiu-Jitsu. Ja, super netter Typ. Ja, und hat den Blog Grapplers Paradise, ja, und guckt euch das an, ja, der investiert sehr viel Zeit darin und ganz toller Podcast wieder. Ich finde jeden Podcast gut, ja, also es ist blöd, wenn ich das immer sage, ein ganz toller, ja. Hab auch da sehr viel mitgenommen und da fand ich es sehr, sehr interessant, mal die Unterschiede zu hören. Okay, er trainiert in erster Linie Lutter Livre und ist dann später zum Brazilian Jiu-Jitsu gekommen. Ja, wie war das so für ihn, in dem Gi zu kämpfen? Ist auch ein Wettkämpfer, ist Trainer. Und fand ich sehr, sehr interessant, wieso für ihn der Unterschied ist. Und er findet beides geil. Ja, und so sollte es auch sein. So sollte es doch sein. Ja, warum Konkurrenzkram machen? Ja, wer hat das bessere Jiu-Jitsu? Bla, 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 bla. Leute, das brauchen wir doch gar nicht. Ja, wir müssen doch eher gucken, dass wir mehr eine Gemeinschaft sind, finde ich. Ja, das ist, wie gesagt, ich wünsche mir das so sehr, dass wir das auch so hinbekommen wie in anderen Ländern. Ja, dass wir das eher als Gemeinschaft sehen, nicht nur als Konkurrenz. Jeder macht so sein eigenes Ding, so Eigenbrötler-Kram. Da habe ich keinen Bock drauf.
Ich möchte einladen, wen ich möchte. Ich möchte trainieren, wo ich möchte. Ja, und ich möchte so viel mitnehmen, wie ich möchte. Ja, das ist mir ganz besonders wichtig. Und da lasse ich mir auch nicht reinreden. Ja, und das finde ich ganz cool. Ja, also ihn schätze ich sehr. Das, was er hat, mir dann auch einen Bericht über mich geschrieben. Ja, das habe ich auch fast geweint. Ohne Scheiß. Ja, weil mir das eigentlich nie so bewusst war, dass ich tatsächlich mittlerweile, dank eurer Hilfe, dank meinen Gästen, ja, den größten Grappling-Podcast in Deutschland habe. Ja, es gibt keinen größeren. Ja, und das war mir nie so bewusst. Ich bilde mir darauf auch nichts ein. Ich kann mit Lob auch schlecht umgehen. Ja, aber das war für mich so krass. Okay, dich hören echt viele Leute. Ja, und ich gucke mir zwischendurch immer mal die Statistik an und wenn ich im Monat auf YouTube allein schon bei einer Wiedergabezeit von zwischen 80 und 90.000 Minuten bin, ja, das wird halt so da angezeigt. Ihr könnt euch das selber ausrechnen. Ja, wenn ich jetzt die Statistik sehe, ja, was iTunes, Spotify und alle anderen Plattformen zusammen beinhaltet, bin ich da tatsächlich bei 23.000 Zuhörern, 24.000 Zuhörern. Ja, das ist echt unglaublich. Ja, das hätte ich nicht gedacht, dass das so wird. Ich bin leider immer noch nicht in den Top 200 der Deutschlandcharts. Dazu ist unser Bereich, glaube ich, zu speziell. Ja, keine Ahnung, wie man da reinkommt. Ja, aber ist mir auch ehrlich gesagt gar nicht so wichtig. Ja, es soll ja für uns sein. Und mal schauen, was daraus noch alles entsteht. Ja, Grüße gehen raus, mein lieber Paul. Episode 30. Martin Fatt, ja, alter Kollege von mir, von den Alpha Fighters aus Grünsfeld. Ja, wir haben beide bei Mario Stapel angefangen. Und da habe ich ihn kennengelernt. Super netter Mensch. Ja, zwischenzeitlich auch ein Veranstalter für MMA-Box-Kickbox-Veranstaltungen. Ja, und das auch recht erfolgreich. Arbeitet mit dem MMA Spirit zusammen, arbeitet mit dem German Top Team zusammen, hat einfach viele Plattformen, mit denen er zusammenarbeiten kann. Ja, ein sehr netter Mensch, wie gesagt, und immer freundlich, immer zuvorkommend. Ja, das schätze ich sehr an ihm. Ja, und ja, macht jetzt demnächst die Legion Fighting Championship. Legion FC müsste es heißen. Ich hoffe, ich irre mich da gerade nicht. Ja. Ja, es wird eine Top-Veranstaltung. Ja, und das ist genau das, was wir zu den Zeiten brauchen. Ja, überhaupt die Möglichkeit zu kämpfen. Und er macht es. Ja, er versucht, was auf die Beine zu stellen. Ja. Sau geil, wie gesagt, über alte Zeiten zu quatschen. Und wie gesagt, unsere Wurzeln sind bei Mario. Ja, und das war halt, wie gesagt, cool, immer dabei zu haben. Ja. Episode 31, Reni Becker und Andreas Rech. Jetzt weiß ich den Namen auch wieder. Ich entschuldige mich nochmal bei Andreas, dass ich das vergessen habe. Ich habe ja im vorherigen Podcast mit Carmen Janke, ist mir tatsächlich nur noch Reni Becker eingefallen. Und manchmal hängt es einfach, ne? Wisst ihr selber. Ja. Die haben das Team Matrix aufgebaut in Saarbrücken. Und das unheimlich erfolgreich. Das innerhalb kürzester Zeit. Ich meine, es waren 5 oder 6 Jahre. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ja, schlagt mich bitte nicht. Aber eines der erfolgreichsten Grappling-Teams, die wir in Deutschland haben. Kooperation mit dem Hensel Gracie-Team aus New York. Ja. Black Belt. René Becker ist Black Belt. Und bildet sich stetig weiter, genau wie sein Kollege Andreas Resch. Haben da wirklich ein tolles Netzwerk aufgebaut, mehrere Schulen am Start. Haben sich auch viel auf das Kindertraining zusätzlich spezialisiert. Die haben wirklich ein Top-Team einfach, ja. Jetzt fällt mir der Name wieder nicht ein. Meras? Ich hoffe, es heißt so. Ich hoffe, es heißt so. Es tut mir wirklich leid, ja. Hat es als erster deutscher Kämpfer auf die ADCC Worlds geschafft. Ja, das heißt schon was. Also, wenn ihr Bock auf geiles Grappling habt und ihr seid in Saarbrücken und in der Gegend, ja, oder ihr seht irgendwo ein Seminar von den beiden, ja, geht dorthin. Geht hin. Ja, brauchen wir gar nicht drüber reden. Fahrt da runter,
Ich werde es tun. Ich fahre da runter. Ja, wenn es wieder ein bisschen Normalität da ist, dann düse ich da runter. Ich muss die nochmal so kennenlernen. Ja, super nette Menschen einfach, die diesen Sport leben. Ja, und man kann nur dazulernen. Einen geilen YouTube-Channel haben die. Ist alles damit drin in der Verlinkung. Schaut euch das an. Ja, auch da habe ich schon vieles mitgenommen. Ohne Witz. Ich gucke mir das an, ja, und denke mir, krass, bin ich gar nicht drauf gekommen. Ja, also. Ja, hört euch das an. Episode 32, Green Grappler Goes Patreon. Ja, der liebe Paul Urbanik hat mich drauf gebracht, ey, geh doch zu Patreon. Ja, vielleicht kriegst du da ja ein paar Abonnenten. Ja, kannst du da dich noch mal, kann man dich da nochmal ein bisschen fördern? Vielleicht klappt das, ja. Und ja, tatsächlich haben mich ein paar Leute gefördert dort. Ja, und da bin ich jetzt seit dem 6.12. habe ich den Podcast veröffentlicht. Seitdem bin ich da jetzt auch drauf. Ja, klar, ist ein bisschen eingeschlafen gerade alles. Ja, aber der Plan ist ja, wenn ich diese Podcast-Tour mache, dass das komplette Video der Podcast-Tour dann auf Patreon zu sehen ist. Und mit kurzer Mitschnitt gibt es dann auf YouTube. Und es gibt eine Podcast-Episode extra darüber noch, ganz normal für euch. Ja, wie gesagt, das auf Spotify, iTunes soll genauso weiterlaufen, soll genauso. Ihr sollt weiterhin kostenlos den Content haben. Ja, genau. Was ich aber mir überlegt habe, war, dass ich die alten Episoden, die ich jetzt hier veröffentlicht habe, dass ich die auf Patreon packe. Ja, weil langsam wird mein Speicher auch voll. Ja, muss man auch sagen. Also muss ich tatsächlich entweder welchen dazu buchen oder ich packe einfach die alten Episoden raus und dann habt ihr immer so für die Zukunft immer 10 oder 15 neue. Die ihr euch kostenlos anhören könnt. Und wenn ihr dann den alten Stuff hören wollt, könnt ihr mich gerne auf Patreon unterstützen. Mir ist das eine sehr große Hilfe, weil ihr dadurch, wie gesagt, meine Spritkosten für die Podcast-Tour mitfinanzieren könntet. Da wäre ich euch sehr dankbar dafür. Episode 33, ja. Das ist ein Mitschnitt aus der Podcast-Tour. Es gibt nämlich schon ein komplettes Video bei Patreon. Das könnt ihr euch da gerne reinziehen. Da war ich bei der Armbar Academy und habe da ein bisschen rumgefilmt und da gibt es eine Studiotour. Dann habe ich mit Lukas Cielonka habe ich dann gerollt, ja. Und das sieht man dann da alles, ja. Und dann nochmal so ein bisschen über die Entstehung der Armbar Academy gesprochen, ja. Und das ist super interessant. Episode 34, Juan de la Fuente und Jörg Lothmann vom Und der La Fuente ist vom DJV, ja, hat mit unter anderem die Grappling Pandas mitgegründet, ja, Black Belt unter Jörg Lothmann, ja, und er versucht, das Jiu-Jitsu, das Brazilian Jiu-Jitsu in dem Vereinssport groß zu machen, ja, und super interessant, ja, und sehr netter Mensch und freue mich da auf jeden Fall auf noch mehr Content von ihm und was er so vorhat. Episode 35, Silvester Special mit Frankie von Blutschach. Es ist der 30.12.2020 und wir haben einen geilen Podcast gemeinsam gemacht. Frankie hat einen eigenen Podcast gegründet, den Blutschach-Blog. Und da redet er komplett Freischnauze, was ihm auf den Sack geht, was er geil findet, wie für ihn die Zeit auf der Matte ist, wo er alles schon war, was für Camps und alles Mögliche. Mittlerweile auch mal einen Gast dabei gehabt, den Daniel Brauchle. Hört euch das an, das ist super witzig. Und wie gesagt, da geht's wirklich einfach mal zur Sache. Ja, was ist scheiße, was ist cool, ja. Und die nehmen kein Blatt vom Mund und hört euch das an. Sau geil. Grüße gehen raus, mein Lieber. Frankie war auch so nett und hat mich irgendwann, hat er gemeint, hier, ich schick dir was. Ist ja wie, du schickst mir was. Ja, hier, gib mal deine Adresse. Ist okay, ja. Und dann hat er tatsächlich, kam irgendwann ein Päckchen an. Ich wusste gar nicht, wie soll ich damit umgehen? Da hat er mir ein Stativ geschickt. Da hat er mir ein Rundlicht geschickt. Das benutze ich auch gerade, ja. Weil ich immer meinen Podcast über meine Lichtqualität so geschimpft habe. Ja. Dann war da noch ein Aufnahmegerät mit drin. Ja. Geile Aufnäher, die habe ich hier hingehängt. Ja. Einmal hier von den Globetrotters, das Baltic Sea Camp, dann Nat-Jitsu, ja, auch geile Aufnäher, ja, hat er mir gesendet. Ein paar geile Aufkleber noch. Ja, saugeil. Ich wusste,
vielen, vielen Dank dafür, Frankie. Ja, und ich hoffe, wir haben wieder mehr Kontakt bald. Ja, wie gesagt, das ist alles so ein bisschen stressig im Moment. Ja, und hoffe, dass wir uns bald auch mal so live sehen und rollen können. Ja, Purple Belt im Übrigen. Ja, hoffentlich bald Brown Belt. Der junge Mann muss Brown Belt werden, meines Erachtens. Episode 36. Jean-Claude Cabana. Ja, JC. Jeder kennt JC. Ja, und Black Belt im Lutter Livre. Ja, und hat da unten im Ruhr, was alles im Ruhrgebiet. Oh, bitte schlag dich nicht. Ich krieg nicht immer gleich alles zusammen. Ja, hat er da sein Team aufgebaut, erzählt so ein bisschen von seiner Biografie, wie ist das alles gelaufen und was beschäftigt ihn so. Ja, und das ist super netter Typ, ja, der diesen Sport lebt. Und hört euch die Episode an. Ja, sehr, sehr interessant. Höhen und Tiefen, ja, die man so auch zwischendurch mal hat, auch als Geschäftsführer. Man muss Entscheidungen treffen, ja, die vielleicht nicht so geil sind auch dann für sich selber, weil man vielleicht was aufgebaut hat. Ja, und das kriegt ihr alles da diesen Podcast mit. Hört euch das an. Episode 37, Jan Aslana, ein Pro-MMA-Kämpfer von den Paderborn Wombats. Ja, super smarter Typ. Ja, erzählt in dem Podcast schön über den, wie er seine Wettkampfvorbereitung startet, wie das abläuft. Sau interessant. Wirklich sau interessant. Auch da habe ich viel mitgenommen. Ja, und schaut euch die Videos an. Ja, so wie er kämpft, das ist unglaublich. Unheimlich viel Herz. Ja, und, Brown Belt im Lutter Livre, meine ich. Ja, sehr, sehr geil. Trainiert aber auch mal im Gi. Ja, was auch cool ist. Episode 38, Ono Iaza, ab nach Rio. Ja, Ono ist in Brasilien. Er nutzt die Zeit, um sich weiterzubilden. Wir haben den 23.01., ja, als ich den Podcast veröffentlicht habe, 23.01.2021, ist beim GFT-Team in Rio. Hat auch da eine kleine Studiotour gemacht. Ja, cooles Team. Ja, die Freude, die man da spüren konnte, dass es ihm da gut geht. Ja, endlich mal was anderes wieder zu sehen. Wie gesagt, können viele nicht mitempfinden, wenn man halt ein eigenes Studio hat. Und man ist so in einem Lockdown drin, man kann nichts machen. Alles geht so kaputt. Ja, man will aber trotzdem diesen Sport leben. Ja, und wenn man die Möglichkeit hat, das in Brasilien zu machen, warum denn nicht? Wenn man das Geld hat, irgendwie zusammenkratzt, ja, oder man hat die Möglichkeit, durch Sponsoren das zu bekommen und wie gesagt, wieso nicht? Ja, hätte ich die Zeit, die Möglichkeit gehabt, ich hätte es auch gemacht. Also obwohl ich so ein kleiner Schisshase bin, das wisst ihr ja. Aber dadurch, dass er mir das gezeigt hat, habe ich auf alle Fälle richtig Bock darauf. Ja. Episode 39, Andreas Andy Konda Schmidt. Das letzte Mal habe ich ihn gesehen, 2014 meine ich. Ja, auf einem Seminar, da ist mir auch vieles immer noch hängen geblieben, was ich immer noch heute einsetze. Eine absolute Legende, ja, Black Belt seit 20 Jahren, ja, ist der Black Belt in Lutter Livre. Ja, das ist unglaublich, was er da zu sagen hat. Der Podcast geht 4 Stunden 32, ja, und es ist überhaupt nicht langweilig. Wir haben so viel gelacht, ja, das ist unglaublich. Auch, wie gesagt, die Entstehung. Wie es so läuft, das ist unglaublich. Ja, hört euch das an. Ich bin, wie gesagt, von allen Gästen bin ich immer sehr begeistert und ich nehme sehr viel mit. Ja, und ich hoffe ihr auch. Ja, Special Episode 40. Wie gesagt, okay, ich mache das so nicht mit 50 und bla bla und alles. Ja, es ist bei mir 10, 20, 30, 40. Ja, und wir haben bei Episode 20 habe ich zu Mario, haben wir abgemacht. Bei der 40 lade ich ihn wieder ein. Ja, und das habe ich. Das ist der 7.2.2021. Das Pensum konnte ich weiterhin beibehalten, jeden Sonntag einen Podcast zu droppen. Ja, und das soll auch so bleiben. Ja, und wir haben da diesmal mehr über seine Jiu-Jitsu-Reisen gesprochen. Wie war es für ihn in El Paso? Wie war es für ihn in Japan? Wie war es für ihn in Brasilien? Ja, das war eher so das Thema. Ja, und dadurch haben sich natürlich auch wieder andere Sachen ergeben. Ja, und war wieder sau cool mit ihm diesen Podcast zu machen. Ja. Endlich wieder eine Frau. Episode 41. Denise Kran aus Berlin, trainiert bei Hilti BJJ, ist bei der Bundeswehr, ist Sportsoldatin. Ja.
und hat die Möglichkeit, ist auch in einem Kader, hat die Möglichkeit dadurch, so ihren Traum zu leben, in Form von davon, täglich zu trainieren, auf Wettkämpfe zu fahren und trotzdem Geld zu verdienen. Ja, da erzählt sie sehr viel davon und auch wie die Wettkämpfe so für sie sind und wie auch die Reise, Jiu-Jitsu-Reisen sind für sie, was sie so da mitgenommen hat. Ja, und wirklich saucool. Eine tolle Frau. Hört euch das an. Episode 42, schon wieder eine Frau. Wo kommen die denn alle her auf einmal? Ja, Katharina Lehner, eine Pro-MMA-Kämpferin. Hat schon bei den Ultimate Fighters, ja, ihr hört richtig, sie war bei den Ultimate Fighters von der UFC, ja, war da in dem Camp, war da in dieser Gruppe mit drin. Ja, sau coole Frau, eine absolute Wettkämpferin, eine absolute Sportlerin und da konnte man sehr viel mitnehmen einfach, was das Cutten angeht, ja, wie sie ihre Trainingsvorbereitung hat, wie ihr Alltag als Profi-Wettkämpferin aussieht. Sie trainiert im MMA Spirit in Frankfurt. Ist auch mittlerweile nach Frankfurt gezogen, ja, macht auch viel über Instagram, ja, und da kann man sehr viel mitverfolgen, sau, sau geil, ja, also ich hatte auch, wie gesagt, das war für mich eine absolute Ehre, auch so eine Sportlerin dabei mal haben zu dürfen, ja, die einfach komplett aus dem Profibereich ist, ja, krasse Schlachten geführt, ja, fällt jetzt gerade der Name nicht ein, aber das ist, ich meine, die Frau von Sebastian Baron. War das die Respect? Ich weiß es jetzt gerade wirklich nicht. Ja. Und, aber könnt ihr mal googeln, schaut mal auf YouTube vorbei. Ich glaube, vielleicht habe ich euch die Verlinkungen mit drin. Ja, aber die haben sich da echt eine krasse Schlacht gegeben. Ja, ging es nur auf die Fresse, die ganze Zeit. Unglaublich, wie tough beide Frauen da waren. Ja, also, das ist echt krass mit anzusehen. Episode 43, ein Pärchen, der Spiros Huhn und Christina Cervelli. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ja. Ich versuche es ja immer, aber dann verkacke ich es meistens. Ja. Ja. Ein Black Belt Pärchen aus Mannheim, ja, und selbstständig. Und ja, erzählen natürlich erstmal so ein bisschen was über den Lockdown. Wie ist es gerade für die? Und aber wie war für die Entstehung? Wie sind sie zum Brazilian Jiu-Jitsu gekommen? Wie ist es als Frau, mit Männern zu trainieren? Beides auch erfolgreiche Wettkämpfer und Trainerinnen durch und durch. Ja, also unglaublich. Auch ein tolles Gespräch geführt. Ja, und zu denen habe ich auch noch Kontakt. Wie gesagt, ich versuche den Kontakt immer aufrechtzuerhalten. Ja, und hoffe, dass ich auch die bald irgendwann mal besuchen kann. Ja, wirklich sehr, sehr interessant. Und wir haben nicht so viele Black Belt Pärchen in Deutschland. Ja, und das ist natürlich was ganz Besonderes. Episode 44, Felix Adler von den Grappling Pandas aus Wittlich. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Oder was Wittlich? Nein, Wittlich, glaube ich, ja. Purple Belt. Und versucht gerade so ein bisschen an den Trainingssystemen zu arbeiten. Ja, und sehr interessant. Ist da jetzt auf so einer Plattform mit drauf, habe ich jetzt gesehen, wo man auch sein System mit drin hat. Ja, das kann man dann, glaube ich, für einen dementsprechenden Betrag erwerben. Ja, da sind noch andere Trainer mit drin, die ihr Zeug vorstellen. Ja, super interessant, denke ich. Ja, schaut euch das mal an. Wie gesagt, hört euch den Podcast an. War ein interessanter Podcast auf jeden Fall. Episode 45. Peter Yamato Damashi Angara. Peter kenne ich auch schon sehr, sehr lange. Lange nicht mehr gesehen, leider auch. Ja, es ergibt sich manches einfach nicht im Leben. Ja, wenn man selber so in seinem Alltag ist. Ja, das waren Zweiteiler. Ja, und der erste Teil ging 3 Stunden 45 Minuten. Ging es viel um das Corona-Thema auch, die Politik. Ja, wie sieht er das als Geschäftsführer? Was passiert da gerade? Unheimlich emotionaler Podcast. Ja, und auch da wollte ich, ich gebe allen Gästen immer so viel Raum, wie es nötig ist. Und das war auch das erste Mal, dass ich mir dann gedacht habe, okay, komm, lass uns einen Zweiteiler draus machen. Ja, ich will, du bist so lange schon einfach dabei, ich will einfach noch mehr wissen. Ja, und da muss noch mehr rein. Ja, erster Teil, eher wie gesagt, ein bisschen Corona-lastiger,
Auch da haben wir aber trotzdem schon ein bisschen was über seine Biografie bekommen. Episode 2, beim Part 2 dann, Episode 45, geht es dann viel mehr um die Biografie dann nur noch und wie das so gelaufen ist. Der gute Peter hat die Rising Sun gegründet. Ja, eine geile Veranstaltung. Da durfte ich das erste Mal mich als Live-Kommentator ausprobieren. Und es hat super viel Spaß gemacht. War eine geile Veranstaltung. Ja, hat Spaß gemacht, Peter mal wieder zu sehen. Bin auch sehr herzlichst empfangen worden von ihm und seinem Team, was vor Ort war. Ja, Grüße gehen raus nochmal an Bruno. Ja, saugeil. Ja, und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich darf auf alle Fälle bei der nächsten Rising Sun auch wieder dabei sein als Live-Kommentator. Ja, ich habe das gemeinsam mit René Zeller gemacht. Ja, auch ein ganz toller Mensch, ja, den ich da mit unterstützen durfte. Ja, und da ist Luft nach oben offen. Ja, und ich bin sehr gespannt, wie die nächste Veranstaltung wird. Ja, und freue mich sehr darauf, alle wiederzusehen. Und ja, geiles Ding einfach. Ja, jeder kennt Peter Yamato, der Maschi-Angerer. Und ich werde mir auf jeden Fall auch noch das Buch kaufen. Eine Frau ist wieder da, Episode 46, die Christina Brauchle. Ja, die bessere Hälfte von Daniel Brauchle. Ja, von dem Alpen BJJ aus Kempten. Sie erzählt viel, wie war es für sie, als erstes Mal in Japan zu kämpfen. Wie ist die Trainingsvorbereitung? Auf was achtet sie da alles? Ja, und wie ist es jetzt als Frau, ja, in diesem Sport zu sein? Und es ist unglaublich, wie viel Energie darüber kam. Ja, eine ganz tolle Athletin, ja, eine sehr nette Frau, die Mutter ist, die Wettkämpferin ist, Trainerin und auch noch arbeitet. Macht das erstmal nach, Leute. Ohne Scheiß, mach das erstmal nach und dann morgens noch um 4, halb 5 aufstehen und dann um 5 ihren Mann striezen. Ja, erstmal eine Runde rollen morgens. Ja, heftig, heftig. Ja, also unglaublich. Hört euch das an. Episode 47. Ja, da stelle ich die Rising Sun vor. Ja, die Peter da geplant hat. Ja, da stelle ich auch nochmal alle Sponsoren vor. Ja, die Wettkämpfer stelle ich vor. Ja, und ja, hört euch das an. Die Verlinkung zur Rising Sun findet ihr dort. Das heißt, wenn ihr da draufklickt, könnt ihr euch das alles nochmal anschauen. Ja, und es waren geile Kämpfe. Es waren wirklich geile Kämpfe. Und es war das erste Mal ein Quintett in Deutschland, das Team Fight Fusion gegen das German Top Team. Frank Stäblein durfte ich das erste Mal sehen. Ja, ich habe Matthias Werner kennenlernen dürfen. Auch mit ihm wird es noch einen Podcast geben. Ja, es war wirklich eine ganz tolle Veranstaltung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und endlich mal aus diesem Alltagstrott rauszukommen, das war wirklich toll. Ja. Episode 48, Mike Beil. Ja, ein alter Freund von mir, den ich damals in Bremen kennengelernt habe. Mittlerweile Black Belt unter Carmen Janke und Matteo. Er sieht Jiu-Jitsu wie, genau wie ich, wie eine Passion. Ja, und das vermittelt er, versucht er jeden Tag zu vermitteln. Ist mittlerweile konnte er ein Angestelltenverhältnis im Southpaw Gym annehmen. Ja, es war auch ein Wunsch von ihm. War jahrelang auch selbstständig, hat ja den Combat Club Leipzig gegründet, hat tolle BJJ-Camps gemacht, tolle Veranstaltungen. Ja, ganz netter Mensch, voll auf dem Boden geblieben. Und er hat auf jeden Fall diesen Gürtel mega verdient. Ich habe mich sehr, sehr gefreut für ihn und war sehr froh darüber, dass ich mit ihm den Podcast machen konnte. Hat jetzt auch das Plan B Jiu-Jitsu oder Plan B Jiu-Jitsu gegründet, ja, wo er so sein System zeigt. Und ein absoluter Kettlebell-Athlet. Ja, das macht er schon seit Jahren. Hat er diese bunten Pillen da, die er schwingt und macht mal mit einer 32er was. Ich kann es nicht. Auf keinen Fall. Ja. Und es ist eine geile Podcast-Folge gewesen. Ja. Episode 49. Carmen Janke. Ja. Auch kennengelernt habe ich sie in Bremen.
dann irgendwann auf Seminaren viel gesehen, dann irgendwann auf dem BJJ-Camp, ja, immer so ein bisschen Kontakt hier und da gehabt, dann ist es leider alles so ein bisschen, hat man sich aus den Augen verloren. Wie gesagt, wenn man selber ein Studio leitet, ist viel auf Wettkämpfen unterwegs oder auf Seminaren, dann sieht man sich einfach kaum noch. Und die erste Frau in Deutschland, die den Schwarzgurt trägt im Brazilian Jiu-Jitsu, die erste Frau in Australien, die dort zum Schwarzgurt graduiert wurde, eine tolle Frau, sehr, sehr lange schon dabei, lebt diesen Sport und hat in Wismar ihr Team gegründet und hat das Baltic Sea Camp mitveranstaltet. Ja, ein ganz tolles Ding. Ich hoffe, es findet dieses Jahr irgendwie statt. Das wäre schon geil. In der Episode hört ihr viel darum oder viel. Wie ist sie zu dem Sport gekommen? Wie war es für sie, in Australien zu trainieren? Wie sind die Unterschiede in Deutschland? Sie war ja weltweit einfach unterwegs, international gekämpft. Wie ist das Leben als Wettkämpferin gewesen? Ja, und hat wirklich mit den absoluten Top-Athleten da gekämpft, trainiert und gekämpft. Ja, ganz tolle, bodenständige Frau. Ja, und weiß gar nicht, was ich da alles noch sagen kann. Ja, hört euch den Podcast an. Der ist unglaublich, wie gesagt. Und ich habe mich sehr darüber gefreut, sie wiederzusehen. Und ich hoffe, ich sehe sie auch bald mal wieder auf der Matte. Ja. Und nicht erst hoffentlich, wenn ich meine Podcast-Tour mache. Mal gucken, was sich alles ergibt, wie gesagt. Ja. Es wird ja fleißig weitergeimpft. Wir sind da natürlich mega langsam. Ja. Es gibt jetzt genug Testzentren hoffentlich. Ja, ich denke, das wird auf alle Fälle noch immer noch so eine Alternative sein, dass man halt sich vorher testet und mit dieser Bescheinigung oder vor Ort, wenn man sich testet, dann natürlich auf die Matte darf. Ich denke, das wird so der Weg sein. Ja, jetzt drohen sie ja schon mit der Notbremse, bla 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 bla. Aber das muss jetzt nicht so viel in diesem Podcast sein. Ja, ja. 49 Episoden, die ich machen durfte, 50 Episoden mit dieser. Episode 51 ist tatsächlich auch schon im Kasten und wird auch ein Leckerbissen. Auch da habe ich wieder ein Black Belt Pärchen mit drin, nämlich die bezaubernde Hanna Rauch und den Jan Zander von dem Team Fight Fusion aus Regensburg. War auch ein geiler Podcast. Ja, ich erzähle jetzt aber nicht so viel darüber. Jeder, der die Personen kennt und weiß, was die geleistet haben in diesem Sport, der weiß Bescheid. Ja, auch die waren dabei bei der Rising Sun und das, was ich gesehen habe, ist High-Level-Jiu-Jitsu. Gibt es nichts anderes zu sagen. Ja, die Athleten, die sie mitgebracht hat, das sind Top-Athleten. Ja, also das ist unglaublich. Die sind noch sehr jung, die Leute gewesen, aber hungrig und tolles Jiu-Jitsu, was sie gemacht haben. Ja, also unglaublich. Ja, freut euch darauf. Die kommt dann nächsten Sonntag raus. Ja, ja, Leute. Ich danke euch. Ja, ich bedanke mich sehr dafür, dass ihr mich so gut supportet, dass ihr mich begleitet, dass ihr meinen Kram hört. Ich sehe vieles nicht als selbstverständlich und ich bin sehr stolz darauf, dass ich Teil der deutschen BJJ-Szene sein darf, dass ich mittlerweile jemand sein kann, der auch die Szene fördert. Das habe ich mir immer gewünscht und ich hoffe, es geht einfach weiter mit uns allen, ja, dass wir uns alle bald auf der Matte sehen. Ja, wie gesagt, vielen lieben Dank dafür und bleibt alle gesund. Stay safe und wir sehen uns hoffentlich bald auf der Matte. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und bis dann. Tschüss. And if you're not working in New York, you're nuts.